Heute wird's schräg und eklig mit den obskuren Geschichten eines Zugreisen. Und es wird bitter, auch mit den obskuren Geschichten eines Zugreisen. Und es wird nochmal bitter und es wird amüsant mit zwei Männern auf Fahrrädern. Und es wird vor allem ein richtig buntes Programm. Willkommen bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje und mit Simon. Und es geht natürlich um die obskuren Geschichten eines Zugreisenden, falls ich das denn eben ein wenig verschluckt habe. Es tut mir leid. Und tatsächlich muss ich euch mal einen Gefallen bitten. Ich werde Scheiße, ich habe es tatsächlich schon gesagt und ich habe es jetzt nochmal gesagt. Ich habe einen tatsächlich Counter. Ich muss meine, ach, tatsächlich? Ja, ich muss jetzt meine Kasse hier mal von Prämisse auf tatsächlich umändern. Ist das Studio oder was? Der sagt auch sehr gerne tatsächlich. Ich aber auch. Ist ein schönes Wort. Ist ein schönes Füllwort, ja. Ist ein schönes Füllwort, aber offensichtlich gab es dann doch hier und da ein paar, sag ich mal, Irritationen durch dieses Wort, das ich so oft benutze. Oder es wurde mir nahegelegt, ich benutze es zu oft. Und dementsprechend versuche ich das ein bisschen zu reduzieren. Und wenn es denn so schmerzhaft sein muss, dann mache ich es dann eben mit Geld. Okay, aber für uns gilt das nicht. Für euch gilt das nicht. Dann können wir ja tatsächlich sagen, was wir wollen. Kannst du. Kannst wir kriegen dich. Aber für euch gilt weiterhin Prämisse. Okay. Das ist ja? Okay. Ich habe es ja einmal nur gesagt. Bisher. Da man auch Grundidee sagen kann, habe ich überhaupt kein Problem damit. Genau. Grundidee kann man weiterhin sagen. Ich meine, ich werde wahrscheinlich öfter jetzt Prämisse sagen. Aber ich versuche dieses Wort mit T, das okay. T-Wort, versuche ich jetzt zu vermeiden. Okay. Beziehungsweise, ich möchte eigentlich nur darauf achten, wie oft ich das wirklich sage. Ja? Mhm. Und wenn ich es wirklich oft sage, dann muss ich eingestehen, ich muss es reduzieren. Aber wenn es jetzt vielleicht irgendwie auf 2 Stunden 8 oder 10 Mal sind, muss das, ich auch sagen, das könnte sind ja man damit 4 tatsächlich pro Stunde. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, oder? Ja. So, ihr Lieben. So viel dazu. Gut. Und ich würde gern tatsächlich die Gelegenheit. Fuck. Ja, schnell. Das zieht sich heute komplett durch. Scheiße. Ich sehe schon kommen. Ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen, um eine kleine Ankündigung zu machen. Auf die werde ich nachher noch mal eingehen oder die werde ich nachher noch mal wiederholen. Aber ich glaube, jetzt am Anfang ist es schon ganz gut. Denn, liebe Leute, wir werden nächste Woche keine Folge Kino Plus haben. Da ist Gamevasion beziehungsweise die Gamescom. Und da sind die Studios belegt, da sind die Slots belegt, da ist halt viel, viel Action hier. Und dementsprechend wird es keine reguläre Folge Kino Plus geben. Aber die Sache ist, nächste Woche läuft Tenet an. Und wir haben eine Ironie, ausgerechnet in der Woche. Ja. Und in der Folge, in der Woche des größten Blockbusters des Jahres, haben wir keine Sendung. Na gut, aber wir versuchen, wir haben schon alles in die Wege geleitet, wir versuchen, einen kleinen Spezialtalk aufzuzeichnen, um eben ein bisschen uns zu dem Thema auszutauschen. Denn wir wollen natürlich über diesen Film reden und wir müssen über diesen Film reden und es gibt viel zu reden. Mhm. Deswegen, ja, hoffen wir, dass wir nächste Woche einen kleinen Spezialtalk präsentieren. Vermutlich dann nur online, aber das ist halt unter den Umständen nicht anders möglich. So. Jetzt tust du erstmal das Geld da rein, denn nur rausholen? Ja, pass auf, ich mach's mir ein bisschen kleiner, sonst habe ich so schnell kein Geld mehr. Ich habe schon so viel eingezahlt, ich kann das machen. Zack. Grad mal was gucken, ob ich hier nicht noch kann einen verlassen. Einkaufschip da rein. Meine Notizen. Ich kann meinen Einkaufschip, nein, das mache ich nicht. So, zack. Wenn diese Hand am Ende leer ist, weiß ich, ich habe ein Problem. So, Simon sucht auch seine Notizen, denn Simon war fleißig und hat ziemlich viel geguckt, was heute in der Sendung thematisiert wird. Deswegen mache ich einfach mit dir, Antje, weiter. Was hast du zuletzt? Nee, was hast du doch? Was hast du zuletzt gesehen? Außer Tenet, meinst du? Außer Tenet, ja. Ich habe gestern zum, keine Ahnung wievielten Mal, Ring geguckt. Einfach, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Und es ist, glaube ich, schon ein halbes Jahr her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und ich kann ein kurzes Update geben. Es ist immer noch der beste Horrorfilm aller Zeiten. Okay. Also ich liebe den Abgöttisch. Ich liebe diese Mischung aus wirklich gutem Horrorfilm, aus Krimi, aus Charakterdrama, wirklich aus allem. Und es ist für mich der Inbegriff
eines Films oder zeigt für mich zu 100% perfekt auf, wie man nicht natürliches Grauen, also ist ja kein Serienkiller oder so, sondern es geht ja von etwas Übernatürlichem aus, wie man das perfekt in die Realität holen kann und wie man sich komplett auf fast schon wissenschaftlich, in diesem Fall ja journalistischer Ebene damit auseinandersetzen kann. Und das ist, finde ich, noch keinem Film so gut gelungen wie dem. Aber wir reden von dem Gore Verbinski. Ich rede von dem, genau, weil ich da sagen muss, ich finde das Remake besser als das Original. Und liebe Gore Verbinski ja ohnehin. In diesem Fall, ich finde, wenn er sich so ans Genre traut, dann kann ich mich in den Welten verlieren. Ich habe auch gestern gemerkt, wie einige Kamerafahrten später 1:1 in Cure for Wellness übernommen wurden, wenn es so mit um Autosequenzen geht und so. Es war wirklich, kann man die beiden Szenen nebeneinander halten, sind genau die gleichen. Und die gleichen Einstellungen und so. Und ich liebe diesen Film sehr. Wie ist denn das mittlerweile so? Ich meine, von wann ist der? 2001? 2001. Ja. Wie ist das mittlerweile so mit den, ja, den wenigen digitalen Elementen? Nach wie vor finde ich absolut auf der Höhe der Zeit. Ist ja nur sehr wenig. Ja, genau. Ist nur sehr wenig. Ja. Hast du gesagt, nicht? Genau. Das habe ich gesehen. Und ich habe momentan ein Guilty Pleasure. Ich gucke auf Netflix einmal täglich, weil ich abends tatsächlich so eine Dreiviertelstunde Zeit habe, Unsolved Mysteries. Das ist quasi eine hochwertig produzierte Aktenzeichen XY international Serie. Von dem Produzenten aber von Arrival und Stranger Things. Also da sind auch große Leute dabei. Und es geht um, ja, wie der Titel schon sagt, ungeklärte Vorkommnisse. In den ersten 4 oder 5 Folgen sind es Morde oder Vermisstenfälle. Allerdings hat man mir jetzt in der neuen Folge eine UFO-Sichtung mit der gleichen Ernsthaftigkeit zu präsentieren versucht. Und jetzt bin ich leider raus. Das ist aber ein dummer Fehler. Aber richtig. Also, das ist nun wirklich nicht dieselbe Zielgruppe. Ja, also es ging vorher wirklich um Kriminalfälle, die auch in den Medien waren. Also es waren wirklich echte. Und da hat und jetzt plötzlich ja hat 1969 ein UFO gesehen. Haben Sie auch was gesehen zu der Zeit? Haben Sie denn, naja, irgendwelche, weiß ich nicht, Zeitschriften oder TV-Aufnahmen, mit denen Sie das also unterstützen wollen? Es ging wohl damals auch durchaus an die Presse und auch an die Polizei. Das hat aber keiner verfolgt. Warum bloß? Verstehe ich gar nicht. Ja, warum bloß? Schade, weil es zerstört wirklich dann auch direkt die anderen Folgen. Man denkt so, okay, wenn ihr irgendwie da in derselben Leiste irgendwelche Aliens habt, kann ich euch nicht mehr ernst nehmen, als das, was ihr da versucht. Dabei sind glaubt ihr etwa nicht? Was das wird dann so X-Factor-mäßig. Moment, vielleicht waren die Aliens, haben die Leute entführt, die da. Also vielleicht gehört das einfach zusammen. Ja, vielleicht sind eben die Aliens verantwortlich. Und das kommt in der letzten Folge raus. Mir fehlt nämlich nur noch eine. Haben Sie uns das wirklich die ganze Zeit geglaubt? Aber es gibt jetzt Unsolved Mysteries, heißt es. Mhm. Lösen Sie auch ein paar der Mysteries? Nicht eins. Das kann richtig nerven. Kann ich auch vollkommen verstehen, wenn jemand sagt, ich gucke mir doch nicht eine Dreiviertelstunde die Ermittlung zu einem mysteriösen Fall an und am Ende kriege ich keine Auflösung. Ich finde das aber durchaus spannend, weil an sich die Fälle teilweise schon wirklich sehr gut sind. Allein in der ersten geht es um das Verschwinden und später das Wiederauftauchen eines jungen Mannes, der auf einem Hoteldach gefunden wird. Beziehungsweise der durch ein Hoteldach irgendwie eingebrochen ist, in einem Winkel, der überhaupt keinen Sinn macht, dessen Handy und dessen Brille noch heile ist, der aber sonst komplett oder Körper komplett zerstört ist. Also das ist schon, das wird schon dem Mysteries durchaus gerecht. Nur wie gesagt, jetzt mit den Alien, ich frage mich, wie die das mit den letzten, mit der letzten Folge noch retten wollen. Mein erster Gedanke war auch, Alien, die haben den halt einmal durch. Die setzen diesen Bezug, ey, das war zu geil. Nee, und am Ende war es alles nur fiktional. Guck's bitte noch zu Ende, weil vielleicht ist es ja genau eine das. Folge fehlt mir, glaube ich, noch. Aber da ist auch ein Fall bei, der wirklich lange in den Medien war, über einen Mord an einer französischen Familie, wo halt der Täter aller Voraussicht nach der Vater ist, der aber verschwunden ist, wo das auch wirklich durch die Medien ging und so weiter. Die zeigen auch Ausschnitte von damals. Das ist alles schon durchaus. Bis zu den Aliens dachte ich, cooles Format. So. Ja, wahrscheinlich wollen die einfach mal gucken, wie es ankommt. Ob die Leute vielleicht auch die Alien-Folge gucken. Genau, dann machen sie nur noch das. Das kann gut passieren, ja. Wenn das irgendwie dann 20% mehr gesehen haben, hast du dann beim nächsten Mal Unsolved Alien Mystery. Es wird halt auch zunehmend ein bisschen trashiger bei Netflix, muss man halt auch mal so sagen. Ja, weil ich glaube, die merken halt auch, dass die Leute, also bestimmte Leute einfach auch jeden Mist gucken. Mhm. Und ist halt schade, aber das ist leider das Problem der Welt generell, ne? Dass die Ansprüche einfach nicht hoch genug sind. Ja, da kommen wir ja später noch zu, Stichwort Shuffle-Funktion. Oder immer breiter werden. Immer breiter werden. Ja. Was hast du zuletzt gesehen, Simon?
Außer den Filmen. Ja, ja, genau. Ich habe gestern alle Filme von heute wirklich reingewirkt, aber es war sehr interessant, weil der ganze Tag war irgendwie im Zeichen von Kino Plus. Aber davor habe ich, und das ist eigentlich lustig, habe ich 15 Stephen King-Filme gesehen zusammen. 15? Mit Dominik, 15. Die wir machen gerade in unserem Club 19 Podcast. Stimmt, gerade mir auch die 80er. Du bist dabei. Aha. Bei Rea M. Es geschah ohne Warnung. Super Film. Quasi die Umsetzung von Trucks. Von Stephen King, mit Stephen King, ist noch schlechter als Trucks. Also beides ist richtig geil. Naja, du findest den Film, den mit Emilio Estevez und AC/DC am Anfang, den findest du schlechter als diese TV-Verfilmung Trucks. Na, um ehrlich zu sein, gehe ich jetzt so ein bisschen aus Erinnerung raus, weil ich weiß, dass Rea M. fand ich halt lustig, aber schon damals blöd. Also einfach, weil er blöd ist, so als Film. Aber Trucks kenne ich nicht. Ich kenne nur die Geschichte. Und ich dachte, dass vielleicht Trucks der seriöse... Es gibt ja noch mal eine Verfilmung. Genau, aber das ist ja Trucks. Ja, genau, das ist Trucks. Und den habe ich aber noch nicht gesehen. Ach so. Aber ich habe, wie gesagt, 20 andere Filme gesehen. Ich war echt schockiert, allein schon, dass ihr Kinder des Korns ist ja so eine bekannte Horrorgeschichte von King. 5 oder 6 Fortsetzungen, ne? Ey, das ist noch nicht mal ausreichend. 5 oder 6 Fortsetzungen, 1 oder 2 Remakes und dann auch davon noch mal Fortsetzungen. Aber das Krasseste war, ich komme gleich zu dem Film, den ich sagen will, aber das Krasseste war The Mangler, die Wäschemangel. Allein, dass es dazu eine Horrorgeschichte gibt, ist schon mal ein Thema. Das Zweite ist, dass es dazu 3 Teile gibt. Und im zweiten, den ersten hab ich gesehen. Im zweiten geht's um Cyberspace, also um Computerhacking. Wie gesagt, was hat das mit der, egal. Und im dritten ist es dann, sie haben nur noch einen Raum gehabt, ein Haus, und dann ist es so eine Art Murder, Mystery, Killer Geschichte in diesen 3 Räumen. Ey, ich habe wirklich einen Schrott geguckt. Das würde ich jedem mal empfehlen, sich The Mangler 3 einfach mal schön aufs Brot zu schmieren. Weil der Film ist wirklich, also wir haben da auch im Podcast lang drüber geredet, aber teilweise wirklich erschreckend, was es für Filme gibt. Also wirklich erschreckend. Da könnte ich 3-mal bessere Filme machen, ne? Mit einem ja, das ist immer noch, am Ende ist es immer noch ein Stephen King Original, aber es hat sozusagen. Doch noch nicht, also hat Mangler 3 wirklich noch was mit Stephen King zu tun? In der zweiten geht's um irgendeine Highschool und Computerhacking. In der dritten geht's, wie gesagt, um Serienkiller. Eigentlich geht's um eine Wäschemangel. Aber also, die haben einfach irgendwann gesagt, komm, wir nehmen einfach beschworene. Verbinden Sie denn die Wäschemangel in Cyberkriminalität oder Space? Wie gesagt, guck die Filme, weil es ergibt ja keinen Sinn. Es sind einfach Trash. Was ich aber sagen wollte, was meiner Ansicht nach einer der besten dieser wirklich 15 Filme war, die ich da eine Woche lang geguckt habe. Und wir haben auch über alle geredet und bin froh, dass ich die 80er, 90er damit jetzt durch habe, war, und da wusste ich nicht mal, dass die gibt, die Director's Cut-Variante von Lawnmower Man, also Rasenmähermann. Was ja eh eine ganz komische Geschichte ist, weil der Rasenmähermann ist eigentlich eine Kurzgeschichte von King, wo jemand, der halt Rasen mäht, irgendwann anfängt, sich hinzusetzen und den Rasen zu essen. Und das ist einfach sein Ding. Er isst den Rasen. Und wenn du den zu dir holst, frisst er dir deinen Rasen leer. Also eine ganz andere Geschichte als diese Cyber-Job-Geschichte, die dann im Film kam, was okay ist, weil es eben Hollywood-Produkt ist und eben um Virtual Reality geht, also was ganz anderes. Und damals echt der Shit war, ne? Das ist es. Und dann habe ich jetzt, ich fand das damals okay, wegen den ganzen Virtual Reality-Bildern und so computergenerierte Szenen waren cool. Pierce Brosnan, ne? Also auch nicht unbedingt schlecht. Jeff Fahey. Genau, also es sind schon eigentlich ist okay. Der Director's Cut macht dem Ganzen aber, finde ich, macht da noch mal irgendwie, gibt einfach ein bisschen mehr Fleisch. Und du kannst so diese, also es ist ja so, dass dieser Wissenschaftler, gespielt von Pierce Brosnan, quasi für das Militär so eine Art, ja, so eine Mischung aus Virtual Reality und Medikamenten erfindet, die dann wiederum Leute oder in dem Fall Affen schlauer macht. Der Affe rastet aus, bringt Leute um, dann denkt er, okay, nächster Schritt, Mensch. Und dann nehmen sie diesen geistig minderbemittelten Rasenmähermann, der super nett ist, Job. Also netter, einfach ein netter Kerl, der aber, wie gesagt, wie immer halt von seinen Leuten gemobbt wird. Es ist so typisch King. Simple der Priester ist jemand, der ihn irgendwie gerne verprügelt. Drumherum sind nur Hillbillies, die ihn ständig blöd anmachen. So alles typisch King. Und was aber im Director's Cut cool ist, dass einfach, wie er langsam zu so einem Übermenschen wird durch diese Behandlung und wie das immer mehr eskaliert, das wird so schön, finde ich, im Director's Cut viel besser beschrieben als im Originalfilm. Und dann sind da ja auch wirklich eine Menge computergenerierte Szenen, die ironischerweise im zweiten Teil dann nicht mehr drin sind, weil die damals zu teuer waren. und das ist halt geil, weil heute ist das natürlich Crap. So, der zweite war aber auch dann direkt Direct-to-Video, ne? Wie gesagt, den zweiten brauchen wir eigentlich gar nicht. Das hat dann auch alles nichts mehr. Da ist dann Cyberjob wieder am Leben, ist ein anderer Schauspieler, da hat er dann so einen Michael Jackson-Anzug an und sitzt die ganze Zeit in so einer Kuppel und ist die ganze Zeit im Internet, aber man sieht halt nichts davon, ne? Und ganz komisch. Aber visionär, weil sie machen am Ende von Rasenmähermann 2 machen sie Deepfakes.
und ersetzt, also Cyberjob spielt quasi die ganzen Anführer der Welt und bringt die Welt dadurch in so eine Art Chaos. Was total interessant ist, weil es ist ja wirklich so diese Deepfake-Thematik, ne? Lange, lange bevor das Thema überhaupt bekannt war, dass es sowas geben könnte. Fand ich einen cooler Ansatz, aber wie gesagt, der zweite ist furchtbar. Erster kann ich empfehlen, wenn ihr den damals nur noch so vage in Erinnerung habt, guckt ihn ruhig noch mal. Weil der hat ein paar richtig schöne Szenen auch. Da gibt's eine Virtual Reality, so eine Art Vergewaltigung, könnte man sagen. Also im Cyberspace, eine geistige Vergewaltigung, wenn du so willst. Und die ist auch cool dargestellt. Also ich bin echt überrascht, dass das irgendwie gut gealtert ist, obwohl es das niemals hätte tun sollen. Ja, ich hatte nur mitbekommen, dass in der Director's Cut deutlich mehr Cyberspace-Szenen sind als in dem Kino. Es ist insgesamt länger, es ist zwar immer noch Quatsch, also er wird schlauer, weil sie so Reaktionsspielchen machen, das ergibt auch keinen Sinn, aber es ist halt Virtual Reality. Du weißt nicht, was es aus dir macht. Ich weiß, wie er da den Rasen mäht, ich weiß, wie er diesen komischen Tron-ähnlichen Anzug dann immer anhat, wenn er in diesem Rad drin steht. Genau, was auch geil gemacht, die haben dann so ein 360 wie nennt man die, so ein Gyro-Ding, ja, genau, wo du halt dich drehen kannst. Oder so Zentrifuge, was weiß ich. Das gibt's heute noch nicht für VR, ne? Das wäre immer noch geil, sowas zu haben. Und ich weiß noch, wenn er dann am Ende oder gegen Ende sich völlig in den Cyberspace begibt und dann seine menschliche Hülle irgendwie eingesaugt. Die schrumpelt zusammen wie so eine Sexpuppe. Und dann liegt sie irgendwie so am Boden. Das sah so schäbig aus. Aber ich fand den auch. Schau mal, ich hatte den im Kino gesehen. Geiles Ende. Also hat wirklich ein geiles Ende. Ich habe den im Kino gesehen, tatsächlich. Also dann halt in seinem. Ja, ich auch. Scheiße! Ach, du. Ne? Du kannst auch sogar sagen. Ich habe den sogar im Kino gesehen? Du kannst auch sagen. Ja, in diesem Fall bedeutet nur. Ja, und das ist nämlich der Grund. Ich möchte einfach vermeiden. Finde ich gut. Richtig. Ich möchte einfach vermeiden. Deswegen benutze ich diese Füllwörter, weil ich find's doof, wenn man immer die ganze Zeit Völlig richtig. Ja. Du hast schon den Aber Schritt gut. hast du schon gemacht. Jetzt musst du nur noch die anderen Füllwörter. Jetzt muss ich mehr Füllwörter variieren. Beziehungsweise mir noch einen größeren Füllwörterschatz aneignen, damit ich das irgendwie besser abwechseln kann. Hast du denn damals vielleicht den Film gesehen? Ist wahrscheinlich überhaupt nicht. Nein, den Thema, nicht. Ne? Ich wollte dich gerade fragen, ob auch Thinner dabei war bei deiner. Nein. Müsste der nicht auch da? Der kommt aber später. Der ist komischerweise danach erst. Nach diesem ganzen Hype an Filmen ist der gekommen. Ich glaube, der kam sogar nach Mängler und sowas kam Thinner erst. Ja. Weil mit dem habe ich tatsächlich eine. Ich denke, die ganze Zeit, das gilt für mich ja gar nicht, diese Regel. mit dem habe ich eine sehr witzige Geschichte, weil das war der allererste Horrorfilm, den ich gucken wollte. Ich dachte mir, ich traue mich das. Irgendwie war ich keine Ahnung, wie alt ich da war. 11. Und ich fand Horrorfilme immer schon faszinierend, wollte die aber nicht gucken. Und das hat mir dann, der Film hat mich auch darin bestätigt, noch keine Horrorfilme zu gucken. Der lief nämlich irgendwann abends, weiß ich nicht, ist ja jetzt auch nicht ab 18 oder so, lief irgendwie kurz nach 22 Uhr. Und habe ich eingeschaltet, der beginnt ja mit so einer Autofahrt, wo der Typ dann eine Frau überfährt, war es, glaube ich, ne? Ich habe das schon ewig her. Nur einmal gesehen, leider. Also, genau. Er überfährt diese Roma, also die alte Roma-Frau, stimmt, und die verflucht ihn dann. Also, richtig, genau. Nicht die Oma, nicht die Frau, sondern das Kind oder die Tochter überfährt er aus Versehen, weil seine Frau ihm gerade während der Fahrt einbläst. Das ist so die Geschichte dahinter. Genau, kann sein. Jedenfalls habe ich nur noch im Kopf. Das habe ich mir gemerkt. Jedenfalls habe ich nur noch im Kopf, dass das letzte Bild, das diese Szene ja abschließt, die Scheibenwischer sind, die das Blut von der Scheibe wischen. Ja. Und diese Szene war zu viel. Und dann habe ich erstmal, weil da kam so ein ganz unangenehmer Sound noch dazu, das, was richtig gruselig für mich war, als ich 11 war. Das war auch die schlimmste Szene schon. Und dann habe ich erstmal aufgehört mit Horrorfilmen, bis ich 18 war. So. Ja, kann man nicht verdenken. Das Dinner hat mich sehr geprägt auf dieser Ebene. Krass. Ich habe den nie zu Ende geguckt. Aber die Idee, der Roman und die Idee ist toll, der wird einfach immer dünner. Mhm. Ist einfach ein geiler Fluch, weil er ist ein dicker Typ, ne? Am Anfang freust du dich noch, alle bewundern ihn, denkst du, oh, geil, ich bin der Typ, und dann irgendwann merkst du, okay, jetzt wird's zum Problem, und dann versucht er eben. Der Hauptdarsteller hat damals ziemlich gut gemacht, fand ich. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss ihn mir mal angucken, aber ja, stimmt, man sieht's physikalisch tatsächlich, wie er immer dünner wird. Also, es ist geil gemacht eigentlich, die Geschichte, finde ich. Ist auch wirklich so, ist ja Richard Bachmann gewesen, nicht King, ist ja quasi sein alter Ego, wo die krasseren Geschichten, die absurderen Geschichten, meiner Ansicht nach auch die besseren Geschichten rauskamen. Und die irgendwie. Die waren noch simpel und geil. Und die waren auch so ein Stück kompromissloser und gnadenloser und schnörkelloser vor allem, ne? Also, wenn der hat sich King keine irgendwie gemacht. Bei S, weiß ich nicht, ein halbes Kapitel über den Kühlschrank da schreibt, in dem da irgendwelche Exkremente und Köpfe und sonst irgendwas liegen, sowas gab's bei Bachmann nie.
Und das war alles so immer präzise, kühl, auf den Punkt. Amok zum Beispiel, ja, war auch nur so ein dünnes Buch eigentlich. Aber das die sind alle, gereicht. Genau. Die sind, das finde ich so toll. Das ist, als ob er während einer großen Geschichte er hat, geschrieben hat, irgendwann so noch schnell nebenbei was rausgekotzt hat, was er irgendwie einfach nur, damit es weg ist. Und die hat er dann unter Bachmann veröffentlicht. Und so kommt es auch rüber. Also es ist echt, ich kann es sehr empfehlen. Also alle Bachmann-Bücher sind top. Vor allem liest dir mal, und es dauert nicht lang, liest dir mal das Original zu Running Man an. Okay. Das ist, finde ich, hat ein so viel geileres Ende. Ich erinnere mich an eine. Das habe ich nämlich als eines der wenigen noch nicht gelesen, weil ich nur den Film kannte. Ja, aber freue ich mich richtig drauf. Das Original von, also das Buch, Todesspiel heißt es, glaube ich. Das Todesspiel, ja. Und das, also, das ist wirklich als Buch nochmal eine ganze Ecke geiler. Okay. Also, ich bin ja tatsächlich überhaupt nicht so der Leser, aber ich erinnere mich an eine Kurzgeschichte von, ich hoffe, das war von ihm, wo er aus der Sicht einer Person, die vermeintlich tot ist, die Obduktion schildert. Erinnerst du? Es war aus einer Kurzgeschichte. Ich wüsste, wenn ich die gelesen habe, aber das klingt total oder gut. War das vielleicht am Ende der Typ von Hellraiser? Könnte auch Clive Barker. Wollte gerade sagen, Clive Barker. Eher so ein bisschen zu Clive Barker. Es kann Clive Barker sein, ja. Aber muss ich mal herausfinden. Weil es gibt zum Beispiel eine Geschichte von Clive Barker, da geht es um ein Leichentuch. Ja. Da geht der Geist eines Menschen in das Leichentuch über, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Echt auch eine geile vielleicht Idee. Kann das ja mal jemand schreiben, der diese Kurzgeschichte in Erinnerung hat. Ich würde auch sagen Clive Barker, aber wie gesagt, Mann wurde für tot erklärt, soll obduziert werden, kriegt das mit, kann sich aber nicht mitteilen, dass er tot ist. Kennt ihr diese Cryptkeeper-Folge, wo auch die aus der Sicht einer Leiche erzählt wird, die auch noch aussieht wie Humphrey Bogart, irgendein ganz komischer Meta-Gag. Und du siehst aber immer nur die Position. Du siehst quasi immer so, ne, die Leiche. Und dann erlebt die ganze Serie, die ganze Folge, ist quasi aus seiner Sicht. Und manchmal fällt sein Kopf halt vor so einen Spiegel. Und dann siehst du halt, dass der irgendwie aus irgendeinem Grund so aussieht wie Humphrey Bogart oder so. Und es hat so ganz absurde, aber es ist eine mega geile Idee. Mhm. Weil es geht um diese Leiche und darum, wie kriegen wir die Leiche weg? Und die Leiche ist einfach, und ich weiß noch, die fängt an mit einem absoluten Horror-Setup. Bis heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Er sagt quasi, die Leiche sagt quasi, ja, ihr denkt, wenn ihr sterbt, ist alles vorbei. Nee, ihr kriegt alles mit. Oh Gott. Die Schmerzen, die Gedanken, alles. Ui. Und dann fängt quasi das an, ne? Oh, da habe ich bis heute Albträume, weil das ist mein absoluter Albtraum, dass es genau so ist, ne? Aber das ist krass. Also, auf einer Serienlänge funktioniert es wahrscheinlich deutlich besser. Im Film wüsste ich es nicht, aber es ist lustig zu sehen, weil was du geschrieben hast, das immer nur so die Perspektive der Leiche, das habe ich damals. Wo war ich da? Da war ich in Berlin im Deutschen Filmmuseum, da wo sie Metropolis auch ziemlich groß präsent haben. Da haben sie auch einen Abschnitt von Vampyr, heißt der. Auch ein deutscher Film aus den 30ern. Und da war das, da gibt es eine Szene, da wird eine Leiche, glaube ich, zum Friedhof getragen. Und du siehst halt die ganze Zeit ihren Blick aus dem Sarg raus, wie sie halt an der Allee und so vorbeigetragen wird. Und das ist interessant zu sehen, wie sich solche Ideen dann doch über so viele Jahre noch hinweg tragen. Geil. Wir müssen einmal kurz Werbung machen. Okay, darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Nur kurz, um es zu erwähnen, weil ich das auch gesehen habe bei diesem King-Marathon. Nightmares and Dreamscapes kannte ich noch gar nicht. Kennt ihr das vielleicht? Ich habe das Buch. Ja, und da gibt es einen Film zu. Und da ist auch diese Geschichte, wo dieser Mafia-Killer oder so gegen so eine Spielzeugarmee antritt in seinem Penthouse. Mua, wirklich, ich hätte nicht gedacht, wie geil das sein kann, weil das so ein bisschen quatschig ist. Aber wer irgendwie diesen Film zufällig findet, ich finde ihn sehr empfehlenswert, weil das echt mal irgendwie ein sehr einfaches Setup ist, was aber dann wirklich konsequent zu Ende gedacht wird, mit einem guten Schauspieler, echt gut. Nightmares and Dreamscapes nach den Geschichten. Genau, das sind Kurzgeschichten. Nach den Geschichten von Stephen King. Jo. Hat das einen deutschen Titel? Ja, das ist jetzt hier der deutsche Titel, ja. Ach so. Und ist bei TNT mal gezeigt worden, beziehungsweise bei Premiere. Ja, das kann man sich auf jeden Fall mal merken. Ach, guck mal hier, mit William Hurt unter anderem. Und wer wirklich. Claire Forlani, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Haha, und William H. Macy. Nicht schlecht. Ron Livingston. Echt, da war William H. Macy dabei? Muss ich gerade überlegen, weil ich gar nicht mehr wüsste. Also, das sind alles Schauspieler. Vielleicht ist es auch eine Serie, die du halt in Filmform gesehen hast? Nee, es war, glaube ich, eine Geschichte von mehreren in dieser Sammlung. Ah, okay. Naja. Cool. Wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Simon und mit mir. Und wir haben jetzt gerade gequatscht, was wir als letztes gesehen haben. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Science-Fiction-Tipp für dich. Du hast tatsächlich gesagt. Fuck. Du bist aber auch wirklich gnadenlos. Ja, tut mir leid. Jetzt. Hört ihr das Sparschwein oder ist das irgendwie nützt das mit raus? Aber das war jetzt das zweite Mal, dass ich was da reingeschmissen habe, ne? Ich glaube schon. Zwei oder drei? Nee, ich glaube dreimal jetzt. Dreimal.
Aber hey, erster in einem Abschnitt. Ich habe, ja, jetzt habe ich noch 8 vor mir, nee, 5 vor mir. Ich habe einen Science-Fiction-Tipp für dich, falls du Lust hast, aufs Fantasy-Filmfest zu gehen. Ja. Ich habe nämlich Sputnik angesehen, einen russischen Science-Fiction-Film, der so eine Mischung aus Species und Arrival ist. Da geht es um eine Psychologin, die wird von einem General einer sehr geheimen Einheit in den 80er Jahren in Russland, nachdem eine Weltraumkapsel aus dem All zurückgekehrt ist, wird sie halt rekrutiert und soll jetzt halt in einer geheimen Anlage den einzig überlebenden Astronauten dieser Mission interviewen und rausfinden, ob der, ja, ob der wirklich Amnesie hat, wie er behauptet, oder ob er tatsächlich irgendwie irre geworden ist und deswegen halt seinen Mitastronauten umgebracht hat. Oder das Alien ist, wahrscheinlich. Oder, ja, was halt dann noch passiert. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich muss sagen, der hat mich jetzt doch im Nachhinein schwerer und besser beeindruckt oder beschäftigt, als ich es am Anfang für möglich hielt. Ich fand am Anfang so ein bisschen zu lang. Der geht auch, muss man sagen, 113 Minuten, was ich für den Film nicht unbedingt notwendig finde, weil auch manche Sachen halt einfach nicht notwendig sind. Oder halt auch bestimmte Fragen im Film. Es geht unter anderem dann, wer ist verantwortlich, wenn Menschen umgebracht werden? Derjenige, für den die umgebracht werden? Oder die Leute, die umbringen, so, ja. Also, das fand ich ein spannendes Feld, was sie da aufgemacht haben. Aber letztendlich bewegt sich das Ganze dann doch irgendwo mehr in Richtung Genrefilm und bietet dann halt auch den einen oder anderen saftigen Splatter-Effekt. Aber macht dann am Ende tatsächlich etwas eher, also geht dann am Ende eher unaufgeregt vor. Und das hat mich dann doch wieder überrascht. Und das fand ich dann wieder so, das habe ich jetzt einfach für mich als typisch russisch mal abgehakt. Und ja, will ich sehen. Fand ich also einfach ein, sowohl inszenatorisch wie auch erzählerisch, gelungenen Science-Fiction-Film mal mit einem anderen Ansatz. So. Und der General, das ist der Regisseur von Attraction. Hat der nochmal gemacht? Das ist dieser russische Independence Day, wo das Raumschiff ins Ghetto kracht, weil sie da irgendwie auf die Wasservorräte der Menschen es abgesehen haben und sich dann die eine Dame in ein Alien, was in Menschengestalt durch die Gegend läuft, verliebt. Ja, und ich kannte ihn auch nur als Regisseur. Ich dachte nur, wer ist der Typ? Den fand ich richtig cool, weil er hat so streng nach hinten gekämmte graue Haare und so einen durchdringenden Blick. Und der hat mir tatsächlich so auf Anhieb am meisten Spaß gemacht. Also Sputnik. Ja, ist gemerkt. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, damit wären wir bei den Kinostarts der Woche. Bitteschön. Schön. Schick, 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 schick. Ja, heute, liebe Freunde, gibt's tatsächlich, finde ich, ein sehr unterschiedliches, aber doch starkes Programm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, da waren schon ein paar Filme dabei, die würde ich jetzt schon als harter Tobak einstufen. Ja, ja. Und aber auch als Überraschung und als hätte ich jetzt, sag ich mal, so nicht auf dem Zettel gehabt, aber dadurch, dass ich sie gesehen habe, war ich dann doch erfreut, dass ich sie sehen konnte. Also da haben wir, finde ich, doch ein paar Filme dabei. Ich würde gerne nur eine Sache noch mal kurz loswerden. An diejenigen, die öfter mal gefragt haben, könnt ihr nicht mal häufiger die Filme oder die Titel einblenden über die Filme, die ihr gerade redet, beziehungsweise die Namen von den Filmen einblenden, über die ihr gerade redet. Wir reden am Anfang immer über etwas, was wir nicht vorher wissen. Ja, also das, was jetzt Simon und Antje vorgestellt haben, das wusste ich vorher nicht, das ist frisch. Deswegen kann man das nicht betiteln. Und über das, was wir jetzt reden, das wissen wir, das haben wir schon vorher festgelegt, das wird hier und da immer wieder eingeblendet. Ihr könnt aber auch, wenn ihr das auf YouTube guckt,
auf der Leiste entlang gehen. Und da tragen wir nachträglich ein, über welche Filme es gerade geht. Das ist ein neues Feature. Das ist ein neues Feature, genau. Ja. Wenn ihr auf die Leiste klickt und dadurch, dass wir Timestamps jetzt mittlerweile wirklich bei jeder Folge angeben, könnt ihr auf dieser Linie nachgehen und könnt dann sehen, welcher Film gerade Thema ist. Ja. Wir bemühen uns wirklich, zu jedem Film, den wir näher besprechen, den Film auch dann zu benennen. Aber hier und da kommt im Gespräch natürlich immer mal wieder ein anderer Film zur Sprache oder wir reden halt oder wir vergleichen mit anderen Filmen. Und dann wird es natürlich schwierig, da mal irgendwie einzuwerfen oder ja, zu betiteln, welcher Film das ist. Das können wir einfach nicht. Das müsst ihr uns nachsehen. Ansonsten versuchen wir halt, so gut es geht, euch die Informationen jetzt mit Hilfe der Timestamps oder halt bei der Besprechung der Kino Plus, also der Kinostarts, mit Hilfe von Bauchbinden oder eben Einblendungen zu erleichtern. Also wir versuchen wirklich darauf zu achten, aber in einem so differenzierten Maße ist es uns einfach nicht möglich. Das tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr könnt jetzt mit diesem Feature dann etwas besser arbeiten. Ihr müsst einfach auf der Leiste entlang gehen und dann seht ihr, was ihr oder worüber wir gerade sprechen. Und wir sprechen als erstes, würde ich sagen, das, wo Simon eben gerade aufgeguckt hat oder beziehungsweise sich gefragt hat. Schlingensief. Ah ja, ich war irritiert, dass ich ihn gerade in dem Mix gesehen habe, weil ich ja weiß, dass er tot ist. Aber du meintest dann, es gibt eine Doku über ihn. Genau. Die habe ich irgendwie jetzt gar nicht gesehen. Nee, die haben wir auch nicht gehabt. Es hieß, es gibt eine neue Dokumentation, die heißt Schlingensief in das Schweigen hineinschreien und wurde von seiner Weggefährtin Bettina Böhler inszeniert. Die war vorher Cutterin oder beziehungsweise Editorin und ja, hat jetzt eine Dokumentation über ihn gemacht, die sich einmal komplett mit dem Mensch Schlingensief auseinandersetzt. Und halt so seine gesamten Stationen nachzeichnen. Er ist ein super interessanter Charakter. Auf jeden Fall. Da, also schade, dass der schon wieder weg ist. Ja. Naja, wirklich, weil der war ja auch nicht so alt, ne? Also ist ja, nee, da hätte ja auch noch was kommen können. Also. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand die Doku tatsächlich sehr lange sehr interessant, weil mich halt so der gesamte Werdegang, wie er angefangen hat, wie er zum Film gekommen ist, was er für erste Sachen gemacht hat, so hier mit Buttgereit und sowas, so Exzesse im Führerbunker und so. Also ich weiß nicht, ob er Exzess im Führerbunker mit beteiligt war, aber er hat so ein paar Underground-Filme mit ihm zusammen gemacht. Und dann halt Deutsche Kettensägen. Das ist ja Helge Schneider. Ja, genau. Ein junger Helge Schneider. Ein junger Helge Schneider. Deutsche Kettensägen-Massaker, Chance 2000 und was dann alles kam. Ich muss aber sagen, je weiter er voranschreitet und je mehr dann halt auch er ein bisschen eingeschränkt war in seiner Arbeit oder das zu machen, was er eigentlich machen wollte, umso ja, weniger hat mich die Dokumentation dann fesseln können. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, in dem Moment passt, wo es dann ans Theater geht. Ich finde, das ja, ist, als hätte die Person, oder als hätte, ja, vielleicht meinst du das mit dem künstlerisch eingeschränkt sein, ja, dass er dann, wenn er auf der Theaterbühne inszenieren musste, und das hat er ja dann auch gerade für andere eher gemacht und nicht, hat sich ja nicht so ausgetobt, ja, wie mit seinen eigenen Filmen, wo er machen konnte, was er wollte. Da hat man wirklich das Gefühl, da war er limitiert in seinem Schaffen und da weiß auch die Doku nicht noch mehr rauszuholen. Genau, leider, genau. Ich muss übrigens die ganze Zeit, ich verwechsel den teilweise mit diesem Oliver Masucci-Film auch. Ich finde, das sind. Ach so, Enfant Terrible? Ja, ja, genau. Aber wie du gerade schon sagst, ist halt eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit, die man auch, finde ich, teilweise, der war mit seinem Denken vielem voraus, ja, was damals war. Das ist teilweise erschreckend, wenn man sich Sachen anguckt, die er so unterschwellig prognostiziert hat und jetzt sind die wirklich so. Also ich glaube, der lebt oder wir leben jetzt in einer Welt, von der er wusste, dass die bekommen, weshalb das so schade ist, dass er so früh gestorben ist. Aber gerade so in der Anfangsphase, wenn es in dem Film auch wirklich darum geht, was der für Trash ja gemacht hat, dass da doch wahnsinnig viel hintersteckt und wie er sich in einzelnen Sachen verwirklichen konnte und so, das fand ich schon sehr spannend am Ende. Ja, wenn eine Doku über eine Person es schafft, dass man noch mehr über sie wissen will, ich finde, dann hat sie immer ihr Ziel erreicht und das ist bei der so. Ich hätte tatsächlich dann den Theaterpart gekürzt und hätte mich noch mehr mit ihm als auch Aktivist beschäftigt. Ja. Also ich film erst als am interessantesten finde ich die Doku, wenn es ums Film geht, dann ums Aktivist sein und dann ums Theater. Aber leider ist der Theaterpart ein bisschen lang. Aber selbst diese ganzen Dokumenta-Aktion, hier tötet Helmut Bohl und was weiß ich, oder hier Freakstars 3000 und dann dieser Big Brother-Container, ja, den er gemacht, mhm, hat. Auch so Sachen sind alles spannend und es ist vor allem, mhm, wirklich so schön, das jetzt in Bezug aufs Heute zu setzen. So. Und ja, hat mir auch gefallen. Gegen Ende raus ist es halt ein bisschen. Man muss sich mal überlegen, was der jetzt gemacht hätte bei den auch den technischen Möglichkeiten, die ihm jetzt gerade zur Verfügung
stehen würden oder bei der Entwicklung der Popkultur, was der jetzt machen würde, ja, wenn es den immer noch gäbe. Leider werden nicht alle seine, sag ich mal, doch eher trashigen Filme mit aufgenommen. Also da hat er noch ein paar mehr gemacht, die ich auch gesehen habe, mit Udo Kier und was weiß ich. Aber immerhin, Deutsche Kettensägen-Massaker ist ziemlich prominent. Sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst. Und ja, kann ich noch nicht. Ja, das ist der Begleittitel von dem Film. Und hätte von mir sein können. Und ja, also wer sich für den Mann interessiert, wer sich mal irgendwie für eine deutsche, sag ich mal, abseitige Regisseursgeschichte interessiert, der sollte sich bitte Schlingensief in das Schweigen hineinschreien unbedingt angucken. Und natürlich, wenn man auch wirklich auch interessiert ist, einfach an, wie er das Thema Kunst verstanden hat oder was er da gemacht hat, das sollte man sich angucken. Schöner Film. Vor allen Dingen, wenn man nur so diesen, ja, diese Mainstream-Trash-Sachen kennt, wie jetzt Talk 3000 oder so, oder einfach nur ab und zu mal von ihm gehört hat, gedacht, ey, was macht der jetzt wieder für ein crazy Shit? Dass da viel mehr dahinter steckt, finde ich einfach, finde ich gut, dass man das jetzt so ein bisschen mal sieht. Ja. Weil das ja auf Plattformen sind, hat man ja auch gesehen, die eigentlich kaum einer noch kennt, ich mein, oder hat. Oder eben, wer hat das damals? Filme, wer hatten das? Ich meine, ich habe das damals live verfolgt hier in der U-Bahn, die Geschichte aus der U-Bahn raus. Ich hab's auch gesehen, ja. Oder aber es war schon ziemlich crazy, als er da diesen Typen die Füße gewaschen hat, habe ich dann weggesappt, weil ich mir da, okay, ich bin zu, ich raff's nicht. Ja. Und aber halt eigentlich geil. Heute denke ich mir, was für eine geile Geschichte, wie, was er da gemacht hat, ja. Wie, ne? Oder halt dann Break und plötzlich spielt im hinteren Abteil oder am Abteilende spielt dann Natalie Teenage Riot so, ne? Und die knüppeln da halt voll ab und du denkst dir so, what the fuck? Er hat einfach absolut echtes Chaos. Der hat einfach echtes Chaos geliebt. Das aber auch vorher dieses Talk 2000, wo er dann in der Mitte des Raumes saß und sich die Bühne so gedreht hat. Ja. Ey, die Folge mit Harald Schmidt, das werde ich nicht vergessen. Und da, ne, da sind so Sachen auch drin, das ist heute, glaube ich, gang und gäbe, das hat man damals einfach nicht so gemacht. Er sitzt da mit Schmidt. Und man sieht halt deutlich, wie er halt einfach nicht klarkommt. Ja, und er schwitzt. Er schwitzt einfach wirklich wie die Hölle. Ja, weil Schmidt sitzt da ganz normal. Ja, für den ist es wirklich kein großes Ding so und versucht dem Mann auch irgendwie zu antworten, wie es ihm passt. Ja, und dann mittendrin geht Schlingensief raus. Ja, und die Kamera. Ja, das war, wo er so fertig war. Genau. Ne? Weil er mit die Kamera folgt ihm und geht halt mit ihm in die Garderobe rein so. Und er lässt sich nochmal abpudern und dann den Schweiß abwischen. Und er sitzt dann da. Der macht mich fertig. Diese Pointen, die machen mich fertig. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr da raus. Ja, und also Sachen, ey, das ist schon, ja, ey. Ja, es war echt. Ja, ja. Und wenn es inszeniert war, war es echt inszeniert. Es ist einfach geiler Typ. Und dann war es großartig. Wenn es inszeniert war, war es großartig. Ja. Also, toller Typ. Gibt's denn da überhaupt, gibt's da einen Erben? Also, ich meine jetzt nicht einen echten Erben, aber gibt's jemanden, einen spirituellen Erben? Jemand, der das so macht wie er? Gibt's irgendjemanden, der das neue Enfant terrible der deutschen Kultur ist? Eher nicht, oder? Oder man kennt ihn noch nicht, oder sie? Also zumindest ist er bisher noch nicht zu mir durchgedrungen. Also ich habe noch von keinem. Man könnte vielleicht, wie heißt denn der? Vielleicht. Nein, ich. Nein, das Problem ist, die Fallhöhe ist halt recht groß. Es geht einfach nur um das Unkonventionelle. Da hätte ich mir fast Oliver Polak überlegt. Ja. Aber Oliver Polak ist ja noch eher auf Stand-Up-Comedy ein bisschen festgelegt. Nee, gar nicht. Nein, nee, oder auf gar nicht. Dieses Stand-Up eher? Auch ein bisschen, ja. Aber der würde mir so als erstes einfallen, weil der auch mal eine Talkshow hatte, Applaus und raus. Die war, wobei da ging das eigentlich eher auf den Gast. Also es waren da ja die Gäste, die ins Schwitzen kamen. Aber man könnte vielleicht, also jetzt nur mal, ich würde die Idee jetzt einfach mal in den Raum schmeißen. Aber wenn man sich das jetzt mal so über die Jahre hinweg betrachtet, ein Böhmermann vielleicht? Hab ich auch, ja, dachte ich auch gerade. Wenn man jetzt so Varoufake, Vera und diese ganzen Geschichten. Ich hab nicht dran gedacht, aber das ist schon irgendwo ähnlich, ja. Aber ich hatte bei Weil sowas könnte Schlingensief, weil du gesagt hast, multimedial, sowas könnte Schlingensief tatsächlich auch irgendwie das machen. Stimmt, nur hatte ich bei Schlingensief immer den Eindruck, erst recht jetzt durch die Doku, dass da mehr Anarchie drin steckt. Ja. Böhmermanns Sachen sind sehr geplant, sehr konzipiert. Im Vorfeld schon. Und das war Schlingensief. Aber halt auch mit dem Effekt der Entlarvung, Enttarnung und Infragestellung. Ne? Mhm. Also das kann man ja auch so sagen. Also es ist einfach nur eine Idee. Ich würde es jetzt nicht, ich will die beiden jetzt auch nicht vergleichen, aber interessante Diskussion eigentlich. Merkt man ja, dass sowas nötig ist eigentlich solche Leute. Ne? Die braucht man irgendwie, um den ganzen Putz mal irgendwie aufzuwirbeln. Ja, ist das so. Ja. Und Stressmacher. Ja, man braucht Stressmacher, man Unbequeme. Wir brauchen mal ein bisschen Ecken in dem rundgelutschten Gewerk hier. Ich bin Simon Kretschmann. Wählen Sie mich. Für den Hamburger Senat. Ja, gut. Kommen wir zu etwas weniger Unkonventionellem.
das heute aber auch nur limitiert anläuft. Ein Horrorfilm namens Follow Me. Und in Follow Me. Ja, hast du eine Notiz? Ja, ich habe zwei Seiten zugeschrieben. hat er aber nicht verdient, muss ich dazu sagen. Aber erzähl du doch erstmal, oder soll ich? Ja, ich kann kurz erzählen, worum es geht. Es geht hier um einen Influencer namens Cole, der sein Leben lang schon irgendwie vor der Kamera stand, irgendwann sich damit selbstständig gemacht hat. Und ja, sein Leben bislang, er macht es jetzt wohl 10 Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder er feiert jetzt sein 10-jähriges Jubiläum als Social-Media-Star und fliegt deswegen mit ein paar Freunden, seinem besten Kumpel, ein paar weiteren Influencern, fliegt er nach Russland auf die Einladung eines coolen Typen, der ihm oder der den Influencern da versprochen hat, sie in einen Escape Room zu führen, wie sie ihn noch nie erlebt haben, weil er ist individuell auf sie zugeschnitten. Ja. Man denkt, was denkt man als erstes? Oh, das wird so ein richtig schlimmer Folter, Hostel, irgendwas, Saw, Esker, Escape Room. Finde ich, das war mein Problem. Ich habe direkt Erwartungen gehabt und die wurden halt auch genauso erfüllt. Ja, genau. Aber das ist ein bisschen das Problem, was ich habe mit dem Film. Der ist unglaublich vorhersehbar. Von vorne bis hinten. Ich wusste wirklich, wie es endet. Echt? Du wurdest? Absolut. 100%. Ich wusste, ich darf jetzt auch nicht sagen, an welchen Film es mich erinnert, aber ich wusste, das ist ganz so wie da. Habe ich hier nach 20 Minuten schon geschrieben. Und am Ende habe ich wirklich geguckt, krass, es war wirklich genauso. Nein, aber weil er ist irgendwie so, aus 100 Meter Entfernung schreit er, finde ich, schon seine Wendungen und Twists heraus. Und ist leider auch nicht gut genug gespielt, um das irgendwie alles so ein bisschen echt wirken zu lassen oder authentisch. Und ich weiß nicht so recht, was der Film mir eigentlich irgendwie geben will. Also außer, dass ich diese Influencer hasse nach dem Film. Wobei man sagen muss, das ist halt schon, das ist schon ein Ziel. Ja, das zum einen. Aber das liegt nicht unbedingt am Drehbuch, sondern ich finde, das Drehbuch trifft diese Persönlichkeit, wie es die im Internet gibt, trifft die leider sehr gut. Also die sind schon so ätzend, wie Leute, die solche Videos machen, ätzend sind. Okay. Also am Anfang das mit den Jump Cuts und mit was das, wie der von sich überzeugt ist. Genauso Leute gibt es mit genau solchen Videos im Internet. Und ich gucke sie mir aber nicht an. Aber du hast trotzdem genau die Bildsprache und alles. Genau, aber ich muss mir diesen Film angucken, da kann ich ja nicht wegskippen. So. Ich fand das übrigens, also ich fand es auch nicht toll, weil es ja genau das imitiert, was ich auch nicht so geil finde, dieses Influencer-schnelle Schnittgelaber und wir sind die Allergeilsten und wir haben so viele Follower und wir sind krass, weil wir so viele Follower haben. Das mag ich auch nicht. Aber this is gonna be lit, kids. Yeah. Es ist wirklich, da zieht sich alles zusammen, aber sie haben es, finde ich, visuell sehr gut erklärt. Es ist, wirkt wirklich wie, als würdest du ein Celebration-Video auf Instagram gucken von so einem Influencer am Anfang. Und du kriegst, Casey Neistat. Genau, Casey Neistat, so könnte alles, passt alles da rein, wobei der ist mir sympathischer als die Figuren hier. Also es ist schon irgendwie, ich finde, gut gemacht. Du weißt direkt, wen du da hast und ob du die magst oder nicht. Und eigentlich kann der Film dann auch losgehen und auch gut werden. Wie gesagt, mein Problem ist so, ja, dass ich halt nicht genau weiß, was der irgendwie Neues macht und wo er irgendwie was macht, was ich nicht schon gesehen habe. Und ich habe wirklich bis zum Ende gewartet. Ja, wie gesagt, man darf ja nicht mal über sowas reden, so was da alles passiert. Aber ich bin mal gespannt, wie viele Leute den auch gucken und auch genau wissen, wie der weiter und wie er ausgeht. Mehrere Twists konnte ich vorhersagen. Ich könnte mir vorstellen, aber dass der tatsächlich bei. Tatsächlich. Oh, fuck. Das war ein tatsächlich mit Ansage. Der Satz hat schon so angefangen, dass da ein tatsächlich rein muss. Ich könnte mir vorstellen, dass der bei Leuten, die, sag ich mal, nicht so viele Ansprüche an Horrorfilme stellen oder die vielleicht noch nicht so viel gesehen haben, dass der da richtig gut funktioniert, weil er dann doch relativ saftig ist an manchen Stellen. Obwohl ich die erste saftige Stelle im Nachhinein gesehen echt schlecht finde, weil sie überhaupt nicht mehr thematisiert wird. Weil sie ja irgendwann von einer gewissen Sache ausgehen und dann gar nicht mehr darauf Bezug nehmen. Und man sich dann halt fragt, ja oder nein? Und selbst wenn du die Zweifel hast, warum, wenn dir alles andere so wichtig ist in diesem Szenario, warum erwähnst du es nicht noch mal so? Oder warum fängst du nicht an zu kotzen zum Beispiel? Ja, ja. Ich meine, es fängt schon damit an, so viel kann man, glaube ich, noch sagen, dass dieser Top-Influencer dann in einem Raum ist, ganz am Anfang, ne, als das Escape Room losgeht, da ist dann eine Leiche und mit dem X drauf und ist klar, er muss die Leiche aufschneiden, dann wühlt er da rum. Und das ist schon irgendwie so, das ist die erste wichtige Szene, finde ich, die gut gespielt und gut erklärt werden muss, warum der Typ das da halt macht. Weil er davon ausgeht, dass es fake ist. Ja, aber ich meine, er schneidet die Leiche ja auf und du merkst, es ist nicht fake. Also die Frage ist für mich so ein bisschen so, wo ist da der, warum macht er da weiter? Naja, es ist aber halt dieses, genau bei dieser Szene. Da habt ihr euch aber Mühe gegeben, ja, das aber gut gemacht. So, und dann nimmt er das halt ernst. Aber und genau bei dieser Szene, das macht's mir so bei schwer. Genau dieser Szene, das finde ich, ist mit einer der stärksten Punkte im Film eigentlich, ja. Weil du siehst nämlich dann,
dabei den Chatverlauf von den Leuten, die zugucken. Das finde ich gut gemacht. Und dann sagen sie, ey, why? Warum gucke ich mir das an und warum müssen wir das sehen und ist das echt und was weiß ich, aber trotzdem blablabla, ja. Herzchen, Herzchen, Herzchen und so weiter und so fort. Da hätte der Film echt spannende Ansatzpunkte finden können. Total. Und vor allem ja auch mit dem Wissen, was wir jetzt dann im Nachhinein des Films haben, hast du ja nochmal eigentlich eine Ebene, wo du sagen kannst, sah aber verdammt geil aus. Mhm. Ja. Und daraus macht der Film aber halt nichts. Ich muss sagen, ich finde die Schlusspointe gut. Er hat sie sich verdient, der Film, meiner Ansicht nach. Sie wird ihre Wirkung aber verfehlen. Sie, ja, das glaube ich auch. Weil die Leute, die diesen Film gucken sollen, werden darauf überhaupt nicht ansprechen. Nein. Aber immerhin sieht auch die Schlusspointe schön saftig. Das stimmt, absolut. Ja, finde ich auch. Ja. Und ich habe sie im Gegensatz zu dir auch nicht kommen sehen. Ich habe sie auch nicht aber kommen sehen. Aber ich bin normalerweise nicht der, der irgendwie. Ich kann mich schon fallen lassen, aber in dem Moment, in dem ich einen Film nicht ernst nehmen und die Schauspieler nicht ernst nehmen, dann fange ich an, so analytisch alles nur zu gucken, wo könnte es hingehen. Und ich war selbst schockiert, dass es wirklich. Also ich habe es erst wirklich ganz, ganz kurz vor Ende habe ich gedacht, ach, könnte es vielleicht so sein? Mhm. Weil es waren vorher schon so Szenen, wo ich mich gefragt habe, warum stellt er sich jetzt direkt vor die Kamera? Das ist doch eigentlich genau das, was die Leute sehen wollen. Mhm. Ja, aber na gut. Ja, das meine ich. Es wird nämlich, wann immer was passiert, hast du das Gefühl, hä, was? Zeig doch mal so. Und das hat mich dann schon, da war ich mir sicher, wenn das jetzt jedes Mal passiert, dann ist mein Gedanke auf jeden Fall korrekt. Ja. Aber wie gesagt, ich bin normalerweise nicht der, der das immer entdeckt. Ist von den Machern von Escape Room, ne? Aber nicht, das dachte ich auch erst, der Typ hat einen Film namens Escape Room gemacht. Aber es ist nicht der Escape Room. Das war aber nicht der Escape Room. Ja. Was ich noch sagen wollte, wo ich bis jetzt noch nicht ganz genau weiß, ob ich das gut oder schlecht finde, der ist ja durchaus eine spannende Mischung aus Torture-Porn, das ist ja längst vorbei eigentlich, und Multimedia-Horror. Ja. An sich finde ich es spannend, diese beiden Sachen, die sich ja fast ausschließen, weil Torture-Porn war ja so 2003, da war das noch überhaupt nicht, und da profitierte das ja gerade davon, dass sie dann eben so Sachen wie Handys weggetan haben und die so alleine waren, dass sie das hier versuchen, was total widersprüchlich ist. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut finde, weil es ja schon mutig ist. Und ich finde, der Film erinnert voll an Hostel. Also allein die Idee, wir gehen nach Osteuropa. Da sind immer die ganz schlimmen Kriminellen und so. Ja, und da ist was Böses. Und das sind halt so Backpacker-mäßig fast. Das ist ja so 1:1 Hostel. Und er sieht auch, finde ich, vom Look her so aus, dieses matschgrau. Ja, aber ich finde ihn tatsächlich von den Kulissen her noch ein bisschen billiger. Also wenn sie in diesem Club sind. Der Film ist definitiv billiger, sorry. Ja. Aber das ist ein Wannabe-Hostel, wenn überhaupt. Ja, ja, sowieso. Also wenn sie in diesem Club sind, da habe ich mir gedacht, ey, Alter, wie lame kannst du eigentlich bitte eine Disco inszenieren? Ja. So. Also, das ist und das ist auch eine gute Geschichte, weil diese Clubnummer ganz am Anfang, ne, die sind in diesem Club, sind Arschlöcher, wie immer Touristen in irgendwelchen anderen Ländern. Und dann werden halt Leute auf sie aufmerksam und wollen mit ihnen Ärger. Und ey, man weiß doch. Ja, die Szene haben sie nicht umsonst reingeschrieben. Die Typen kommen noch mal. Die sind offensichtlich zu wichtig. Und dann wartest du die ganze Zeit drauf, dass die kommen so. Das ist irgendwie haben sie es geschafft, dass ich das halt, dass man das so raus wie so ein, wie sagt man, wie ein Sore Thumb oder so, dass das so raussticht, wie so ein Nagel. Ne? Da irgendwie, kann nicht drüber Treppenwitz. Hinweg. Ein Treppenwitz ist das. Ein Treppenwitz? Ja, das ist doch dieses, dass man im Vorfeld was ankündigt, im Nachhinein rafft man dann erst, dass es das im Vorfeld angekündigt hat. Ich könnte euch jetzt ein Beispiel, dann werde ich gleich in der Pause machen. Ich will etwas nicht spoilern. Okay, das ist gut. Darf ich noch kurz ein, zwei Sachen sagen? Nur weil ich die mir aufgeschrieben habe. Erstmal, der Film gibt sich überhaupt keine Mühe, meiner Ansicht nach. Fängt bei den Dialogen an, ja, alles ist so, ja, komm, schreib irgendwas, sag irgendwas, tu irgendwas. Oh, ich hab einen guten Beleg dafür. Ja. Und zwar gibt es das fucking 5-Gallonen-Rätsel aus Die Hard gibt es hier. Sie beziehen sich sogar darauf. Der eine Typ, der eine mit der Brille. Die Hard? Ich meine, wie faul kann man denn sein? Da um ein, also das hat mich richtig wütend gemacht. Aber ist das nicht realistisch, dass ich so ein Escape Room sowas zum Vorbild nehmen würde? Mag ja sein, aber du, ich hab das in 3 Spielen gesehen. In 2 Filmen mittlerweile. Und die beziehen sich noch darauf. Also dann nehmt doch einfach einen Ausschnitt. Dann google einfach schnell, hier ist der Ausschnitt. Weil ich meine, die ziehen damit 5 Minuten durch. Ne? Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil die erklären, dass sie es nicht mal sich selbst ausgedacht haben. Die haben nicht mal ein neues Rätsel genommen. Nein, sie spielen das so einfach durch. Und ich denke die ganze Zeit, wie faul kann man eigentlich als Autor sein? Ist wirklich mein Gedanke. Tut mir leid, furchtbar geschrieben. Wollte ich nur gerade, habe ich mir aufgeschrieben. Ich war echt empört. Es wird sich zu viel Mühe gegeben, um alles realistisch aussehen zu lassen. Es ist genau so. Es wird sich viel zu viel. Die haben null Chemie, die Typen, miteinander. Und ständig wird dir so versucht zu erkennen, guck mal, das sind alte Freunde, voll gut. Der bleibt sogar da, obwohl er abhauen könnte, weil die so gute Freunde sind. Und dann haben die aber null Chemie. Also das ist so irgendwie für mich. Ja. Ja. Also nein, nicht mein Lieblingsfilm. Ist einer dieser Filme, die gemacht worden sind, um das Rad
weiter am Laufen zu halten. Ist einfach so. Das Großrad. Ja, das Horrorrad muss laufen, da muss, die Leute müssen bedient werden. Wer keine großen Ansprüche stellt, der kann sich das reinsnacken und dann hast du hier und da mal ein paar Gedärme. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele auch alles, was du brauchst. Ist okay, aber dann denkt euch doch mal irgendwie, denkt euch doch bessere Sachen aus, als in der Leiche einen Schlüssel zu verstecken oder ein sich füllendes, mit Wasser füllendes so ein Duschkabinchen. Ah, bitte, Leute. Ah, wirklich. Das steht auf einem anderen Blatt, denn es gibt auch genug Songs über die Liebe. Und nicht alle davon sind geil. Guter Vergleich irgendwie. So, wir gehen aber kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den restlichen Kinostarts. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon, Antje und mit mir. Und wir haben noch ein paar Kinostarts auf der Uhr, deswegen versuchen wir jetzt mal ein bisschen schneller voranzukommen. Aber das ist halt so hart, weil die Themen sind eigentlich schon immer schön, da kann man viel diskutieren. Machen wir doch weiter mit dem nächsten Thema, nee, dem nächsten Film zum Thema Stromkrieg. Denn nachdem jetzt Edison im Kino war oder beziehungsweise seinen eigenen Film bekommen hat, kriegt jetzt auch Nikola Tesla einen eigenen Film mit Ethan Hawke in der Hauptrolle als Nikola Tesla und Kyle MacLachlan als sein Gegenspieler Thomas Edison. Und dieser Film ist ein bisschen spezieller. Auf jeden Fall. Hier sieht man es eigentlich schon. Ja, genau. Er ist sehr artifiziell. Aber ich fand es ganz eine interessante Kombination. Ich muss sagen, die Herangehensweise an dieses Biopic, weil auch, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht allzu viel über Tesla bekannt ist, ne? Also, der ist schon, hat schon ein gewisses Mysterium. Ja. Fand ich dann doch irgendwie ganz interessant. Ich meine, das ist eine geile Szene, kann man vielleicht kurz sagen, da sitzt sie in diesem zeitgenössischen Kleid, sitzt sie dann an einem Laptop und scrollt Tesla-Bilder von auf Google durch. Genau. Also so nur um zu erklären, was das, und teilweise sieht man Schauspieler im Greenscreen mit einem Schwarz-Weiß-Bild im Hintergrund oder man sieht sie in so einer Art Kulisse, die aber offensichtlich fake ist, also sehr, sehr experimentell gefilmt. Und sie fordert auch zum Beispiel den Zuschauer dann auf, nach bestimmten Personen zu googeln, um mal zu gucken, wie es so ist und dass man auch mal auch ein paar Fakten noch mal richtig einordnet und so. Denn ja, wie wir ja wissen, ist in diesem Stromkrieg einiges nicht so gerade gelaufen und das wird auch dieser Film hier und da mal ausarbeiten. Aber ich muss sagen, das ist so einer dieser Kritikpunkte, die ich habe. Da ist, glaube ich, ein bisschen viel Unausgesprochenes noch am Start. Also beziehungsweise, ich habe mich gefühlt, als wären noch manche Sachen, hätte ich sie nicht richtig mitbekommen oder wären sie halt auch gar nicht so richtig vermittelt worden. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich bin auch nicht ganz warm geworden mit Teslas Figur. Also er ist so, er spielt sich, also er spielt Tesla, ich meine, ich nehme an, der ist authentisch so, aber er spielt ihn halt sehr zurück. Also er sagt kaum was, irgendwie habe ich das Gefühl. Ganz häufig am Anfang, ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen, ist er sehr häufig an der Seite des Bildes irgendwie, ist immer so in zweiter Reihe, manchmal stehen Gegenstände vor ihm. Also so von der Bildsprache her habe ich das so empfunden, dass er eben auch jemand ist, der zurückgezogener lebt und nicht so ein Edison ist, der halt nach vorne prescht und irgendwie sagt, ich bin der Geilste, obwohl die Patente alle geklaut sind oder kopiert. So. Also ist halt, ich glaube, man merkt ganz gut, und darum geht's, glaube ich, auch im Film, die Unterschiede zwischen diesen Charakteren, warum Tesla diesen Stromkrieg auch verloren hat. Sozusagen. Ja. Ne? Er hat ihn vielleicht langfristig jetzt gewonnen, weil heute reden alle über Tesla so. Aber das sind ja eher die Patente. Das finde ich ganz geil. Sie zeigen manchmal so Momente, wo man das Gefühl hat, okay, wenn jetzt jemand noch ein Handy rausholt, so, dann versteht jeder, warum Tesla ein krasser Typ ist oder war. Naja, weil so erzählt so seine Vision, wo die Welt hingehen wird und denkst du, so, Mann, ja, das ist exakt, wo die Welt hingehen wird. Aber jetzt rafft das noch keiner. Du bist eindeutig 200 Jahre zu früh so. Und das ist schon, das kriegt der Film gut hin. Ja. Aber dazwischen fand ich ihn oft ein bisschen langweilig, ein bisschen einfach nur Füllwerk. Vielleicht jetzt ein bisschen doof, weil der ja sich schon Mühe gibt, aber da passiert oft nicht so viel. Und Tesla ist, finde ich, nicht so ein spannender Charakter. Also in dem Film zumindest. Ja. Aber das ist witzig, weil das Okay. Ihr wird transportiert. Hallo. Wird transportiert. Hier laufen gerade auf der anderen Seite Chris. Ja, ja, räumt ihr ruhig ein. Ja, wir machen ja nur die wichtigste Filmsendung des deutschen Internets. Aber gut, dass wir Andreas bei denen nicht dabei hätten, der jetzt sagen, schreien würde, wir drehen hier! Was hast du? Das, was ihr beide kritisiert, fand ich tatsächlich das Beste. Ja? Ja. Weil die Tatsache, wie man diese Figur nicht entmystifiziert zu 100%, genau das finde ich an dem Film so toll. Weil ich finde, es braucht viel mehr Biopics über Leute, wo am Ende nicht rauskommt, dass sie totale Helden sind in ihrem Bereich, sondern dass es einfach nur Menschen sind, die eben nicht zu 100% hinter deren Fassade man nicht zu 100% blicken konnte. Und deshalb mag ich auch hier die Inszenierung so sehr, die ja sehr träumerisch ist. Das, was du gerade gesagt hast, dass er immer so am Rande ist bei Gesprächen. Teilweise wirkt das ja fast so, als
wäre er gar nicht da? Bildet er sich das vielleicht nur ein? Sehen die Leute ihn vielleicht überhaupt nicht? Stichwort The Sixth Sense zum Beispiel. Da musste ich teilweise dran denken. Ja, man denkt wirklich manchmal. Genau, und das hat mir super gefallen. Das ist ja fast teilweise so eine Inszenierung wie, ich habe es so beschrieben, eine Mischung aus Michel Gondry und Lars von Trier. Also wenn ich da so an House the Jack Built zum Beispiel denke, mit den zwischenzeitlichen Einschüben und den Erklärungen, aber gleichzeitig auch dieses, keine Ahnung, die Rollschuhszene beispielsweise, oder wenn er da irgendwie steht und einen Song aus den 80ern singt. Eine sehr schöne Szene, wie ich finde. Das ist auch sehr, sehr weird. Ja. Vor allem, ich muss mal sagen, ne, mir ist jetzt durch seine Version von Everybody Wants to Rule the World ist mir zum ersten Mal aufgefallen, was das eigentlich für ein depressiver Song ist. Ja. Vorher, du hast ja vorher nur dieses Düm, Düm, da, la, la, la. Ja, und ja, ich habe zum ersten Mal richtig den, so in, dann aber auch, ja, ja. Ich meine, ich habe den Text schon verstanden. Ja, mir ist es schon klar. Aber so jetzt in Bezug auf Nikola Tesla umgemünzt, so, ja, das fand ich schon wieder gut. Ja, und es ist halt, ich finde, der Film findet eine sehr schöne, oder findet, er zeigt auf, wie schmal der Grat ist zwischen, ja, ja, lass den mal machen, also dieses belächelt werden für vermeintliche Gedankenspielereien, die sowieso nicht echt werden, und halt eben visionär sein, der Sache voraus sein, dass da nur manchmal ein schmaler Grat ist, weil das nicht alle erkennen, dass das ja ein Visionär ist. Dieses typische Maler wurden erst nach ihrem Tod ja, nicht bekannt. Ja. Das ist ja bei Tesla auch fast ein bisschen so. Ja, und setzt sie ja auch in Bezug mit Vermeer und so. Ne? Genau, ja. Und ja, deshalb, ich fand den wirklich schön, auch wenn ich ihn teilweise gerade aufgrund seiner Inszenierung ein bisschen verkopft fand. Aber dann kam eben noch Ethan Hawke dazu, den ich sehr mochte. Der hat mich mit seiner Performance an, wie hieß der denn? Irgendwas mit Blue. Dieses Jazz-Gedöns. Ach ja, ich weiß, nee, da spielt er den Jazz, den Saxophonisten, glaube ich, mit so schlechten Zähnen. Oder Trompeter, genau. Oder Trompeter, ja. Und ich, irgendwas mit Into the Blue oder irgendwie sowas. Ich guck mal. Und da hat er mich dran, eine sehr, sehr melancholische, zurückgenommene Performance. Wenn man das alles mit Edison vergleicht, ja, der so, das hattest du den auch gesehen? Wie jetzt den Film Edison? Nein, nein, ich kenne aber ganz recht viel über den. Der kam ja vor ein paar Wochen in die Kinos. Es war halt einfach so ein Ausstattungsrausch. Der, kann man den gucken? Ist der gut? Der rattet gefühlt den Thomas Edison Wikipedia-Artikel runter. Ah. Und trotzdem habe ich in Tesla mehr verstanden, weil der viel, ja, der ist, der da ist. Der, das andere ist so lahm und so verschachtelt und so. Born to be blue. Born to be blue, genau. Und das hier ist, ich fand, das war echt ein Ereignis. Ja, aber ich meine nicht unbedingt, also ich meine, ich finde es ein bisschen schade, dass wenn du halt ein Biopic hast und aber so gar nichts über die Figur auch erfährst, wofür sie abseits steht. Mhm. Ja. Und ich fand aber auch nicht das entscheidend, was mir so ein bisschen gefehlt hat oder was ich ein bisschen schnell und abgehackt und uninformativ erzählt war, fand. Das waren so Sachen wie, plötzlich sagt Edison, ja, ich schulde dir $50,000. Ich habe gar nicht verstanden, warum. Ja, gut, das. Ja, und hin und wieder, wenn dann halt schon welche Verträge und Absprachen und Sachen erfunden wurden und schon wieder installiert wurden und so weiter. Und dann unterhalten die sich. Ja. Und ich hatte immer öfter mal das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe in dem Gespräch, worum es dann ging. Es gibt Lücken. Es gibt bewusst, glaube ich, Lücken. Und da ist halt manchmal schwer, dass rauszusehen. Man hat eine schwierige Übersicht darüber, in welchem Zeitraum der Film spielt, finde ich. Ja. Ja, was mir aber echt gefallen hat, also ich fand dadurch, dass eigentlich ironisch, ne, dass Tesla für mich ein bisschen energielos wirkte, was aber vielleicht authentisch ist, konnte ich nicht so richtig connecten. Aber was ich gut fand am Film, war die Erklärung zum einen, warum Edisons Energieidee sich durchgesetzt hat, weil du damit Energie portionieren und verkaufen konntest letztendlich, was einfach, ja, eigentlich hätte das wissen müssen, Tesla. Also es ist heute mit der heutigen Sicht so offensichtlich, warum die gewonnen haben. Und dann fand ich gut, wie dieses Patentsystem auch funktioniert, was ja Edison viel besser gerafft hat als Tesla. Tesla, das ist, ich muss ja an diese Szene denken, als, ich glaube, es ist ein Geldgeber, irgendwie Tennis spielt und er will JP Morgan. Ja, genau, und er will ihm irgendwie so, ey, er will ihm quasi noch mal so, ey, Geld entlocken und ihm erklären, warum das so geil ist. Und er steht dann da irgendwie so am Zaun zwischen den Büschen und redet so ganz monoton, während die schon längst weiterspielen und einfach kein Interesse daran haben. Und das ist so sinnbildlich und das tut einem voll so weh eigentlich, weil man mitkriegt, was wäre wohl noch geworden, wenn dieser Typ einfach, wenn der die Schutzbe gehabt hätte von einem Edison, ne? Wer weiß, was dann heute wäre. Das ist so krass eigentlich. Naja, oder wenn die Welt halt nicht komplett auf Gier und Geld und Kapitalismus. Das meine ich ja, Edison. Naja, das sind zwei wirklich, im Grunde geht es da um zwei komplett unterschiedliche Lebensentwürfe, ne? Wie man, und
das Schöne ist ja, oder das Schlimme eigentlich, dass man ja auch sieht, dass das an Tesla ja auch nagt. Also zumindest das wird so gespielt, dass man auch merkt, der will schon gewinnen. So, der weiß nur nicht wie und der hat nicht die Allianz, der hat einfach, der kann socializen nicht. Ja, so, ja. Das ist echt geil gemacht, dass es so an solchen Sachen liegt. Aber das ist auch das, was dann die Frau zu ihm sagt, du wirst, du brauchst mich, du weißt es halt nur nicht. Und das ist halt so gerade das Thema, ja. Ja. Ja, Tesla. Stimmt auch in dem Fall. Ein, wie soll man sagen, herausforderndes Biopic, ein ungewöhnliches Biopic, aber halt auch ein nicht unbedingt einwandfreies Biopic. Das war, ja. Cool. Gut, machen wir weiter mit einem auch etwas ungewöhnlicheren Film. Er heißt The Climb. Hast du den gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. The Climb ist die Geschichte. Es ist eigentlich keine Geschichte. Es ist eine Aneinanderreihung von mehreren Situationen, ja. In denen aber immer wieder zwei Menschen die Hauptrolle spielen, nämlich Michael und Kyle. Oder Mike und Kyle. Mike ist der Schnauzbart rechts. Ja, Michael ist der Schnauzbart, der ist auch gleichzeitig Produzent, Drehbuchautor und Regisseur des Films. Und Kyle ist sein bester Kumpel. Kyle ist im Begriff zu heiraten, worüber sie sich während ihrer Radtour in Frankreich unterhalten, in eine, also eine Frau namens Ava. Aber dann gesteht ihm, in dem Moment, in dem sie auf eine Anhöhe antreten, so, also in dem Anstieg, erzählt ihm Mike, ich habe ein Verhältnis mit deiner Frau, mit deiner zukünftigen Frau. Und das geht schon sehr lange und wir haben eigentlich aufgehört, aber ich wollte nur dir das erzählen. Und deswegen habe ich bis zu diesem Anstieg gewartet, weil du musst mich erstmal erwischen, sonst geht's nicht. Das ist eine geile Situation, ja. Wirklich eine gute. Ich dachte auch, der Film geht nur die ganze Zeit, ja. Weil du hast die Kamera, die verfolgt die beiden, dann trennen sie sich auch ein bisschen, weil der eine eben nicht so schnell ist wie der andere. Und die Kamera schafft es irgendwie, das immer zu verbinden. Und dann habe ich gedacht, das ziehen die jetzt durch. Ja, habe ich auch gedacht, aber tatsächlich ziehen sie es nicht durch, sondern sie zeigen immer weitere. Shit. Tut mir leid. Du bist aber auch ein Bluthund, ein Worthund bist du. sie ziehen das tatsächlich. Was ist denn los? Was mache ich denn, ey? Was mache ich denn? Wobei das Wort hier leider passt, was wollt ihr ja sagen? Es passt, ja. Aber ich versuche es trotzdem zu vermeiden. Sie ziehen es vehement durch, diesen Film immer nur in One-Shots zu erzählen. Und dann halt durch verschiedene Kapiteleinblendungen zu unterbrechen und dann aber auch mit so ein paar, ja, surrealen oder merkwürdigen Spielereien oder Sequenzen. Unter anderem, ja, gibt's diesen Strip, es gibt Friedhofsgärtner, die singen, ja, die fangen an zu singen, es gibt dieses Skiballett-Pärchen, das da mal kurzzeitig zu sehen ist, denn die beiden sind tatsächlich auch erklärte Fans des französischen Kinos. Was halt, willst du es nicht sagen? Das ist gar kein Er hat tatsächlich gesagt. Echt? Ja, tatsächlich Fans, stimmt. Yeah. Fans, Mann. Wir sind ein gutes Team. Ein gutes Spiel. Ja. Gefällt mir. Okay. Die beiden sind große Fans des französischen Films. Nochmal kurz, es ist gar kein französischer Film, dachte ich nämlich die ganze Zeit. Das sieht aus wie ein französischer Film. Aber ne? Voll. Ja. Und ist keine? Ist es keine? Jetzt auch nicht, ey? Nee, ist keine. Ist ein amerikanischer. Nein. Ja. Das hat ihn überrascht mich total. Hast du ihn in der Synchro gesehen? Nee. Nö, aber sie reden. Das ist dir nicht aufgefallen, dass die. Nee, jetzt wo du sagst, ey, ganz ernst, ich achte auf die Sprache dann in dem Sinne gar nicht mehr. Aber nee, aber ich finde auch der Look und so. Ich dachte die ganze Zeit, ja, das muss irgendwie Französisch, Italienisch, irgendwas. Gibt ja auch oft so, dass die dann natürlich, weil sie in USA leben, Englisch sprechen und so. Aber ja, du hast recht, eigentlich hätte es mir auffallen müssen. Aber der sieht nicht aus wie ein US-Film. Nee, sieht nicht aus wie ein US-Film. Die lassen auch alles zu, damit er halt schon schön französisch wirkt. Und das liest du halt dann zum Beispiel. Schnurrbart allein. Ja, ja. Das, also, ich habe auch am Anfang gedacht, der spielt auch am Anfang in Frankreich. Ja? Das meine ich, ja. Diese Radtour ist in Frankreich. Aber dann später ist das alles in Amerika. Alles vergessen. Und wie gesagt, man sieht immer nur diese einzelnen Stationen dieser beiden Freunde, die tatsächlich im wahren Leben auch. Mann, aber das ist tatsächlich. Das ist aber auch im Moment zu geil. Der Chat ist bestimmt auch schon so voll dabei. Ich hoffe, ihr erzählt mit. Wie viel Geld steckst du immer rein? Ist das so wahllos? Ich habe jetzt einfach nur versucht, irgendwas zu finden. Dass ich, ja. Das hast nicht mehr viel Geld. Ich muss den 50er klein machen. Furchtbar. Da sieht man, was ihr dem jungen Mann hier alles antut. Ja, ja. Mit eurer Kritik. Der nimmt das noch ernst. Ja, sie sind im wahren Leben Freunde. Sie kennen sich schon seit Jahren. Und diese Chemie, finde ich, überträgt sich sehr gut auf den Film. Ja. So, dass man nicht viel erklären muss, ja. Dass man nicht viel zeigen muss, sondern dass man anhand eben, wie die beiden miteinander umgehen, wie die beiden miteinander reden, wie selbstverständlich die auch manche Sachen, wirklich, ich weiß nicht, wenn du oder du mir sowas wie Mike zum Beispiel einfach mal so nebenbei sagen würdest, ich glaube, ich würde dir aufs Maul haben. Ey, das ist auch ein bisschen der Punkt, so schwer zu
glauben, dass Kyle ist, und der wird auch immer so positioniert, als wirklich einfach der beste Freund, den du so haben kannst, ne? Der einfach selbst bei solchen Dingen wütend ist, aber immer noch weiter mit dir redet, wo du denkst, Alter, ich kenne niemanden, der so reagieren würde. Und das ist schon interessant, weil der Film dann ja auch noch weitergeht mit diesem Setting, ne? Und sie sich erst trennen und dann wieder langsam so diese Freundschaft beginnen, während Kyle eine neue Partnerin hat. Und dann fängt so die Geschichte an, potenziell sich zu wiederholen. Und es ist ein echt ein interessantes Bild einer toxischen Freundschaft. Habe ich jetzt gerade hier auch im Titel gesehen. Toxische Freundschaft beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja. Weil Mike ist wirklich einfach aber er ist kein schlechter Mensch, aber halt ein wirkliches Arschloch. Ja, er ist nicht gut für dich. Er ist nicht gut, nee. Es ist wirklich keiner, den du eigentlich in deinem Freundeskreis haben solltest. Aber tatsächlich ist er das Beste. Ah. Fuck! Aber das merkst du schon selbst. Er ist wirklich das Beste, was Kyle in bestimmten Lebenssituationen passieren kann. Mhm. Und das ist so. Hat ja, man ja, wenn man drüber nachdenkt, hat ja jeder irgendwie eben. So ein. Das ist das schön Komplexe am Leben und das schön Paradoxe am Leben. Und das finden die beiden hier in sehr skurrilen und absurden Situationen, aber auch in Situationen, die ans Herz gehen. Ich kann nur verstehen, dass jemand, der jetzt ins Kino geht und sagt, ich möchte gerne eine richtige Geschichte sehen, dass der ziemlich enttäuscht oder relativ enttäuscht ist von diesem Film. Und dass es wahrscheinlich auch Leute gibt, die nicht so leicht mit Kyle und Mike connecten können. Weil es sind halt schon irgendwie sehr auch dann auf ihre jeweiligen Fähigkeiten zugespitzten Figuren. Also Kyle ist halt so gnadenlos gutherzig. Mhm. Ja, während, ja, naiv und dumm. Ja, naiv und dumm, ja. Sagen, ja. Und während Mike halt wirklich dieser, weiß ich nicht, dieser seelenaufsaugende Egomane ist, so, ja. Der halt auch sein Päckchen zu tragen hat, aber immer wieder genug Scheiße baut, dass du halt denkst, warum schickst du den nicht in die Wüste? Ja. Ich muss aber sagen, mit all diesen Spielereien und dann gehen sie noch ins Kino und dann sieht er dann irgendwie alte Liebe rostet nicht, also wo du halt merkst, dass da die französische Filmliebe groß vorhanden ist und dann fast jede Szene als One-Shot irgendwie ja. inszeniert mhm. ist. Die Kamera ist richtig gut, ja. geht auch nah ran, du hast wirklich die Leute irgendwie, du siehst sie, du bist drin. Dann gibt's diese Szenen in einem beim, wo sie den Turkey irgendwie anschneiden und so, also die gehen vom Keller, dann so Treppen hoch, dann siehst du oben, oh, das ganze Haus ist belebt, überall warten sie auf die Leute im Keller und du kriegst einfach das Gefühl für diesen Raum auch. Mhm. Und das haben die echt gut gemacht, das haben sie, irgendwie passiert ständig was, obwohl das ja eigentlich, sag ich mal, Alltagssituationen und Dialoge ja. sind. Also haben sie echt schön gemacht, will ich nur mal sagen. Also kann ich vorsichtig empfehlen für Leute des etwas abseitigen Humors? Ja, er ist vor allen Dingen auch, hat schon lustige Szenen, er ist eher so ein Schmunzelfilm. Ja. Er erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, wie heißt er nochmal im Original? Force Majeure? Ah ja, höhere Gewalt. Ich habe da jetzt das US-Remake gesehen, das ich 1000-mal besser finde als das Original. Ja. Ja, hast du es auch gesehen? Nee. Ja, ich finde es wirklich aus ganz bestimmten Gründen wesentlich besser. Hilft jetzt natürlich nicht, wenn ihr den nicht gesehen habt. Ich kenne nur das Original. Aber daran erinnert er mich gerade so ein bisschen. Okay. Also jetzt, weil das Ja, aber da ist Ruben Östlund oder jetzt auch der Regisseur des Remakes, glaube ich, sollten da schon ein bisschen gnadloser mit der Condition Humana sein. Ja, im Remake kitzeln sie halt noch ein bisschen mehr die Absurdität des Ganzen heraus. Ja, okay. Und das klingt so auch so ein bisschen. Aber es ist schon ein bisschen geerdeter hier alles, ne? Das sind einfach ganz normale Probleme, mit denen die da irgendwie zu tun haben, die aber in immer wieder absurde Situationen gedriftet werden. Absurde Situation ist ein gutes Stichwort. Ich wollte nämlich noch eine. Achso, ich wollte sagen, apropos, absurd. Aber ist auch, du kannst gleich, ich will noch eine Sache sagen, und zwar das ist meine Lieblingsszene. Und zwar wird aus welchem Grund auch immer eine Person entführt und dann sind da zwei Entführer. Und die haben sich beide entschieden, ihre Stimme zu verstellen. Aber sie haben beide Bruce Wayne, also Batman. Und dann diskutieren sie da ewig, wer jetzt die Stimme behält. Ne? Und dann der eine irgendwie sagt dem anderen, du kannst auch so reden und so. Und das ist so geil. Das ist wirklich eine Szene, die hätte ich in einem Tarantino oder so erwartet. Ich weiß nicht, das ist so eine geile, absurde Szene. Das ist meine absolute Lieblingsszene. Und ich musste echt lachen, einfach weil es so surreal ist und aber auch total nachvollziehbar. Ne? Aber geil, kann ich nur empfehlen. Ja. Auf jeden Fall ein guter Film. The Climb. Mal was anderes, ja. Etwas sperrige, aber eben genau. sympathische Freundschaftskomödie. So, dann jetzt zu was ganz anderem, zu einem sehr ernsten Thema. Ach nein. Ein Film namens Kopfplatzen. Ach so, den wolltest du noch nehmen. Okay. Ja, der startet heute. Das ist ein schwieriges Thema. Also sag du was. Es geht um, ich weiß den Namen leider nicht, heißt der Markus. Markus, gespielt von Max Riemelt, der ein ganz einfaches Ja, Problem hat, ist zu wenig. Nee. Er ist pädophil. Ja, und pädosexuell. Genau. Und wobei, es gibt da ja irgendwie noch eine Unterscheidung, wenn es sich nicht auf ganz kleine Kinder irgendwie
bezieht, sondern ein bisschen älter. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Nur um da sicher zu gehen, es gibt da noch eine Abstufung. Ich weiß das. Ich weiß, aber bei ihm ist es so 10, 12 Jahre Jungs, ne? Genau. So, das ist zumindest die Beute, die man die ganze Zeit sieht. So genau. Und der Film handelt davon, wie er ja wirklich versucht, das irgendwie loszuwerden, es aber nicht kann. Und das ist halt ein Teufelskreis. Ja. Und ja, um mehr geht's nicht mehr. Ja, das Krasse an dem Film, finde ich, ist ein mega derbe, unangenehmer Stoff, der aber dann tatsächlich Empathie erzeugt mit dem Täter in dem Fall. Also, es ist echt so, dass man irgendwie verstehen kann, wie kompliziert sein Leben ist dadurch, dass er halt, also er ist beim Arzt, ringt sich durch, ihm das, sein Problem zu schildern, und der schmeißt ihn halt hochkant raus, mehr oder weniger. Mhm. Weil wir halt nichts mit ihm zu tun haben. Absolut, die Szene hat mich fertig gemacht. Die machen wirklich, du denkst so, Alter, du jetzt gerade löst du alles aus, was danach so passiert, weil du halt irgendwie deinem Job nicht nachkommst, in dem Fall. Vor allen Dingen als Arzt muss man doch eigentlich wissen, es gibt ja auch Selbsthilfegruppen und so und alles mögliche. Also der lässt ihn halt einfach im Regen stehen, und diese arme Sau weiß dann halt nicht wohin. Also das ist wirklich, und gleichzeitig weiß das ja, und das ist das Interessante, um ihn rum, das weiß natürlich keiner, er selbst sieht halt nicht so aus wie das Klischeebild, sage ich mal, eines Pädophilen, glatze Brille, was weiß ich, und alt, sondern er ist jung, dynamisch, keiner erwartet das. Und jeder vertraut ihm, jeder gibt ihm, also seine Nachbarin gibt ihm den Sohn quasi auch zur Betreuung, und denkst so, Alter, du willst die ganze Zeit den Sohn anschreien, die Mutter haut ab, und ihn anschrauen, zieh dich aus diesen Situationen zurück, weil du halt merkst, wie ihn das immer weiter in diese in diese Falle sozusagen lockt. Also es, ich habe den nicht fertig gucken können. Ich habe nach einer Stunde oder so, habe ich gesagt, jetzt ist auch 2 Uhr morgens, jetzt reicht's. Weil ich offen gesagt das Gefühl hatte, es kann eigentlich nicht mehr besser werden, es kann nur noch schlimmer werden, und ich wirklich mir das nicht mehr angucken wollte. Was der Arzt dir sagt, das ist ja das Problem. Der entscheidende Satz in diesem Film ist, sie werden ihr Leben lang dieses Problem haben. Egal was sie, das kann man nicht therapieren. Es ist eine Neigung und keine Krankheit. Ja. Genau. Und gegen ihre Neigung, dafür können sie nichts. Aber sie können sie aber auch nicht loswerden. Gegen die Ausübung der Neigung, da sind sie schuld. Ja, also sie sind verantwortlich für ihre Taten, nicht für ihre Neigung. Boah, dann sagt er, und wenn er dann wirklich so Sachen sagt wie, ja, wenn sie im Bus sitzen und steigt ein Junge an, müssen sie halt rausgehen. Das sind so Sachen, das muss man erstmal verdauen. Weil wahrscheinlich sind das ja, also das klingt schon so nach einem realistischen, also als würde ein Arzt oder ein Therapeut so jemandem das sagen. Ja, ich denke auch, was, ich meine, darüber denkt man selten nach, aber für diese Leute ist das ja, wenn sie wirklich ernsthaft versuchen, quasi dem zu entgehen, dann können die ja nur noch flüchten. Die ganze Zeit nur noch flüchten und lügen und sich selbst. Oder dann gibt's ja auch die Momente, wo er Kontakt sucht zu Gleichgesinnten und landet natürlich direkt in dieser Kinderporno-Community. Wo finde ich die Empathie für das Allgemein, für die Allgemeinen, oder für das Allgemeinbild sofort weg ist. Es geht ja dann wirklich, die Empathie, wenn man sie so nennen kann, richtet sich nur auf die Figur. In dem Moment, wo der Film aufmacht und das Gesamtproblem zeigt, ist es mit der Empathie völlig vorbei. Ja, aber es ist interessant, oder? Wie man da als Zuschauer irgendwie diesen Film sieht. Da muss ich aber sagen, hat der Film auch ein bisschen so ein paar Stolperschwierigkeiten meiner Ansicht nach, oder beziehungsweise stolpert hier und da mal ein bisschen. Ich fand zum Beispiel eben, ne, er ist in irgendwelchen Chatgruppen und unterhält sich mit irgendwelchen, ja, doch eher miesen, mies und verwerflich gelagerten Menschen. Und ich frage mich, warum, wenn du deine Zeit damit verbringst, dich dahingehend zu informieren und irgendwie Zugang zu dieser Szene irgendwie sogar schaffst, wieso bist du nicht vorher auf die Idee mal gekommen, im Internet nach Hilfe zu suchen? So. Ja. Das erfährt er halt mit Hilfe an der Zeitung. Das fand ich so ein bisschen, das fühlt sich nicht so weird, richtig, ne? Fühlt sich nicht so richtig gut herbeigeführt. Also wenn er es schafft, irgendwelche Chats zu finden. Genau, ne? du schaffst es, irgendwelche Chats zu finden, in denen es um Kinderpornografie oder tatsächlich um richtige Events geht, wo die kleinen Engel. Ist ein ernstes Thema, tut mir leid, aber du hast tatsächlich gesagt. Ah, okay. wo die kleinen Engel ja gut behandelt werden, weil sie es ja selbst mögen. Ich habe, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ich werde nicht mehr. Wahnsinnig unangenehm. Wirklich so unangenehm. Der gesamte Film. Bei jeder Szene. Und das fand ich aber tatsächlich dann gut, weil ich konnte mich in seine Lage reinversetzen, wo ich. Das ist leider schon wieder gesagt. Oh Mann. Mittlerweile tut es mir auch leid. Mittlerweile habe ich Mitleid. Ich fand das wirklich gut, weil ich konnte mich in seine Lage reinversetzen. Ja. Wenn die Mutter vor der Tür steht und fragt, kannst du auf meinen Sohn aufpassen? Wenn er irgendwie an dem Spielplatz vorbeigeht, wenn. Wenn der kleine Junge ja auch, der mag ihn ja. Ja. Der sagt ja so, ey, ich spiele so gern mit dir und ich. Ja, weil er sich für ihn wirklich interessiert. Also, genau. Da ist mal ein Erwachsener, der sich für mich interessiert. Und vor allem, ich finde, das, und das macht ihn noch unangenehmer, man weiß bei der von Max Riemelt verkörperten Figur immer nicht, wo ist denn da vielleicht wirklich eine nicht sexuelle Sympathie? Ja. Weil
wenn man sagt, man ist, keine Ahnung, man ist heterosexuell, findet man ja nicht automatisch alle Leute des anderen Geschlechts irgendwie attraktiv. Und ich finde, das ist auch noch mal ein entscheidender Aspekt, dass man ihm zum Beispiel im Umgang mit dem Sohn, dass das zwar die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert darüber hängt und man könnte, sodass man wirklich glaubt, das könnte jederzeit soweit sein, aber andererseits denkt man auch, die Interaktion zwischen den beiden ist einfach nur auf so einer freundschaftlichen Basis von außen. Wer weiß, ob man ihm nicht Unrecht tut, wenn man das die ganze Zeit vermutet. Und da spielt er halt total mit. Ja, ja. Vor allem, wenn du dann halt Außenstehende siehst, wie sie halt auf gewisse Szenen reagieren zum Beispiel. Und dann auch, da habe ich mich dann auch ertappt gefühlt, wo ich mir gedacht habe, würde ich da, wenn ich das sehe, im öffentlichen Leben, würde ich, jetzt müsste ich sagen, würde ich wirklich auch komisch gucken, wie würde ich reagieren? Wäre das für mich schon merkwürdig? Wäre das für mich schon auffällig? Wäre das für mich schon ein Grund zur Sorge? Weil das ist ja auch so eine Sache. Dann gibt es eine Szene, in der läuft Max Riemel durch den Park, ja, hinter einem kleinen Jungen hinterher. Was sagst du denn dann? Du sagst doch nicht, oh Mann, da ist der Fiese mit den Biergläserbrille und der hellbeigen Jacke irgendwie, der da halt am Zaun mit seinem Fernglas steht, so. Sondern da siehst du halt Max Riemel, einen attraktiven, jungen, netten, sympathischen Mann, so, der mitten im Leben steht, irgendwie Kampfsport macht, Architekt ist und sonst irgendwas. Da gehst du doch nicht automatisch von aus, ey, das könnte eine Gefahr für mein Kind sein. Und dann merkst du erstmal, wie schwierig diese ganze Situation ist, so, ja. Und ich muss sagen, ey, beeindruckender Film. Ich würde vielleicht hier und da von manchen Szenen Abstand nehmen, weil die fand ich dann doch ein bisschen. Ich fand leider diese Symbolik mit dem Wolf. Ja, die muss ich auch sagen, die war überstrapaziert. Sehr schwierig, weil da macht man ihn dann plötzlich rein zum Opfer. Genau. Weil in dem Moment, er besucht zwischendurch immer mal einen eingesperrten Wolf. Der ihn so anfaucht. Ja, und man hat von den Szenen her, die Szenen sollen vermitteln, er sieht auch ein bisschen sich, der eingesperrt ist. Aber das, finde ich, ist ein falsches Bild für diese Thematik. Das meine ich passt auch. Nicht. Meine ich auch. Das fand ich schwierig. Ja. Ich muss aber wiederum sagen, ohne da zu viel zu sagen, ich finde das Ende radikal konsequent. Also, ich finde das Ende ein bisschen zu pessimistisch. Also, das muss ich echt sagen, das war irgendwie. Ich finde, es treibt das Dilemma auf die Spitze. Ja, ich weiß, aber dann vielleicht doch noch ein bisschen offener bleiben. Ja, vielleicht. Weil ich fand es offen. Also ich habe es tatsächlich als offen. Ja, aber es deutet schon sehr in eine Richtung hin. Okay. Und ich fand's ein bisschen zu pessimistisch. Okay. Aber auf der anderen Seite, ich stecke nicht in dieser Situation. Und würde ich in dieser Situation stecken, könnte ich jetzt nicht von mir behaupten, stabiler zu sein oder irgendwie vielleicht nicht über all die Sachen nachzudenken, über die Max Riemel in diesem Film nachdenken muss. Also dementsprechend beeindruckender Film. Ich würde nicht sagen, hundertprozentig gelungen, aber er macht auf jeden Fall sensibel für ein Thema, mit dem man sich in Filmen nicht so gern auseinandersetzt, weil es halt tatsächlich immer gerne in die, in die abartigen Rolle oder Schurkenrolle. Er gibt sich echt Mühe, mal eine andere Perspektive einzunehmen und man hat das Gefühl, alle Beteiligten wissen, dass das eine schwierige, komplizierte Situation ist. Aber ich halte es auch für notwendig, weil das ist ja, wie es gesagt wird, nicht? Eine Heilung gibt's nicht, das ist erstmal krass. Du kannst nichts für deine Gedanken so, das muss man akzeptieren. Diese Leute können nichts dafür, aber eben die Handlungen sind dann eben das Problem. Und das ist einfach, also ich habe mir aufgeschrieben, es ist eigentlich ein Horrorfilm. Nein, weil das ist in dem Moment, am Anfang ist es halt ein Film, mal gucken, wo er hingeht, und dann merkst du, ah, okay, der interessiert sich für Jungs. Und ab da ist jede Szene, irgendwie hat so einen schwelenden Horrorfilm. Du wartest eigentlich nur darauf, dass was passiert. Ja, du hast die ganze Zeit so, dann ist er in der Dusche und guckt sich einfach nur Jungs an, die sich da gerade abduschen. Und du denkst die ganze Zeit nur, das ist alles so furchtbar. Ja. Also das alles kriegt so diesen Touch plötzlich. Ja. Hammer. Aber auch von Max Riemel gut gespielt. Ja, sehr gut. Ich würde ihn sowieso gerne öfter sehen. Ich finde, das ist irgendwie. Ist ja Matrix 4 da jetzt bei dabei. Ja, stimmt. Ach, echt? Ja. Da reden wir auch gleich noch drüber. Ja. Gut, reden wir gleich noch drüber. Gutes Stichwort. Kopfplatzen, schwieriger Film. Aber ich meine, ein gar nicht mal so unwichtiger Film. Und sollte man sich vielleicht mal, wenn man denn das Gemüt dafür hat oder wenn man sich herausfordern möchte, sollte man sich darauf einlassen. Den gibt's auch. Es sei denn, sie haben ihn deswegen wieder rausgenommen, weil sie ihn jetzt doch ins Kino bringen. Aber der Verleih Salzgeber hat einen eigenen Streaming-Dienst wegen Corona ins Leben gerufen. Und da war der bereits, weil der sollte ja ursprünglich wesentlich früher erscheinen. Ob sie ihn jetzt, weil der jetzt ins Kino kommt, noch mal rausgenommen haben, weiß ich nicht. Aber man kann ja gucken, vielleicht haben sie ihn drin gelassen. Dann kann das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Gegen ein kleines Geld kann man sich den dann angucken. Genau. So, wir machen einmal noch kurz Werbung und melden uns zurück mit dem letzten Film für diese Woche und noch ein paar schönen weiteren Empfehlungen. Ja.
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und zu unserem letzten Kinostart der Woche. Und ich glaube, für Menschen des abseitigen Geschmacks dürfte das genau das Richtige sein. Ihr braucht einen starken Magen. Ich möchte mir, das mache ich sonst nie, aber ich möchte mir auf die Fahnen schreiben, dass ich den entdeckt habe und du niemals darüber gestolpert wirst, wenn ich dir nicht gesagt hätte, bei dem Titel zugegebenermaßen, dass das nicht kein Nachtzug nach Lissabon oder derart ist. Ja, okay, Antje hat diesen Film. Passiert mir doch zu 99%. Ich hab dir doch schon dick Props für Calvert gegeben. Das stimmt, das hast du auch. Aber man nimmt, was man kriegt. Wer weiß, als wann das nochmal sagt. Als ob ich hier mit Respektsbekundungen irgendwie geizen würde. Nein, tust du. Never ever. Aber dem habe ich mich so wahnsinnig gefreut. Ja, aber muss ich auch echt sagen, ich hätte den anhand des Titels tatsächlich eher so nach hinten. Fuck, ich wusste es beim Tee schon. Ja. Das waren jetzt aber schon weit über 10, ne? Wirklich, ja. Naja, immer mal. Anhand des Titels hätte ich diesen Film sehr wahrscheinlich erstmal hinten angestellt. Mhm. Tatsächlich. Ich bin so dumm. Es war nun aber so, dass dieser Film in Sitges lief letztes Jahr. Ach, okay. Wo wir ihn übersehen haben. Mhm. Dummerweise. Ja, jetzt haben wir gesehen. Der hat in Spanien auch das ist nur die Übersetzung, aber der hat einen sehr sperrigen spanischen Titel. Ja. Basiert auf einem Roman. Antje, worum geht's? Das ist jetzt die Strafe, ne? Ja, den haben wir ja auch noch. Es geht um eine Frau, die in einem Zug sitzt, die im Trailer zu sehen ist. Und sie hat eine längere Fahrt vor sich und plötzlich nimmt vor ihr ein Typ Platz, der sich als Psychotherapeut, Psychologe, eins von beiden, weiß ich gerade nicht genau, ausgibt und ihr von seinen skurrilsten Fällen erzählen möchte. Und er fängt an. Entschuldigung, kurz mit dem Zusatz, weil das ist tatsächlich der Anfang der Geschichte. Ach man. Ja, du musst es, hast es in der Hand. Es ist der Anfang der Geschichte, dass sie ihren Mann, also die Verlegerin, hat eine Anstalt einweisen lassen und er sagt jetzt halt, ich habe sie in der Anstalt gesehen, denn ich bin Psychotherapeut, richtig, genau. In der Anstalt, in der ihr Mann jetzt gerade verweilt. Genau, stimmt. Das ist eine zweiminütige Szene, bevor es richtig losgeht. Genau. Und er sagt ihr, ich erzähle ihnen von meinen skurrilsten Fällen, aber er lässt offen, ob sie stimmen oder nicht. Ja. Und dann geht es allein damit los, dass er eine Geschichte erzählt von einem Typen, der eine Geschichte erzählt von einem Typen, der eine Geschichte erzählt von einer Frau, die eine Geschichte erzählt von einem Typen. Und so wird's auch irgendwann immer verwirrender. Beziehungsweise, er erzählt die Geschichte von einem Brief, in dem eine Frau von ihrem Bruder erzählt. Also gibt's noch eine Ebene. Es sind fünf Ebenen. Genau, es gibt diese Geschichte hat fünf Ebenen. Und es ist fast so anthologiemäßig. Ja. Die ist dann abgeschlossen irgendwann. Dann gibt es die nächste Geschichte, die sich mit ihr befasst, ihr Schicksal erzählt. Und das ist auch, finde ich, A, die beste und B, die härteste. Dann gibt es noch eine Geschichte zwischendrin, wo ich nicht verstanden habe, warum die drin ist. Die finde ich nur auf eine gewisse Pointe hinaus. Da fand ich den Aspekt, den die Geschichte aufmacht und nicht weiter ausarbeitet, muss man ja ehrlich sagen, den fand ich wirklich gut. Okay. Ja. Und was war das Letzte? Das Letzte führt nochmal alles ein bisschen zusammen. Richtig, genau. Das Letzte führt alles ein bisschen zusammen. Und ist inszeniert wie, im Trailer stand gerade ein moderner, surrealistischer Film. Das finde ich. Regiedebüt des jungen Mannes. Und irgendwo, entweder war es im Presseheft oder in irgendeinem Interview, wurden Parallelen zu Ein andalusischer Hund gezogen. Also quasi ein moderner andalusischer Hund. Ja. Mit Hirnfick-Tendenzen. Ja, zu 100%. Also, wir haben ja kurz danach geschrieben und du meinst auch, was ist jetzt mit dem Ende? Ich muss auch von anderen fragen, wie habt ihr das verstanden? Ich habe auch mittlerweile, glaube ich, geschrieben, was meine Theorie ist. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan und weiß schon jetzt, dass dieser Film in meinen Jahrestops auf jeden Fall drin vorkommt. So gut, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den nochmal gucke und nochmal hier und da höher bewerte. Mhm. Man muss auch sagen, inszenatorisch echt gut. Ja. Geile Bilder, schöne Kameraführung, auch viele Spielereien mit so auch, ja, wie soll man sagen, mit so ein paar sehr surrealen oder schräg klingenden musikalischen Stücken, die sie da wirklich schön immer wieder im Kontrast zu den Bildern setzen. Und du sitzt halt wirklich mehrfach davor und denkst dir, what the fuck? Ja, das erste, was ich aufgeschrieben habe, schon die ersten Sätze sind, what the fuck?
Weil da geht's ja um Kotnaschen. Ja. Und du denkst, okay, Kotnaschen in erster, okay, ich bin ein Game. Und dann am Ende ist das wirklich das kleinste Problem. Ja, sozusagen. Es ist wirklich das kleinste Problem. Also ich fand ihn auch gut. Ich habe ihn, hab mir auch aufgeschrieben, ich hab's nicht gerafft. Also ich habe den Film nicht gerafft am Ende. Also ich habe das Ende, die Aussage des Films nicht gerafft. Ich habe die einzelnen Szenen gerafft. Kann ich dir gleich mal versuchen? Ja, gerne. Ich kann dir versuchen, was ich glaube. Ich bin sicher, dass es da auch total das tiefe Wissen und eine Connection gibt. Aber für mich war das erstmal nur so, okay, ich nächster Film so. Also nee, weil es war schon gut, aber wie gesagt, für mich war es ein bisschen zu verwirrend manchmal und zu mysteriös. Aber ich mag diese Geschichten und ich mochte auch, also es gibt ein, zwei Twists in diesem Film, die jetzt nicht mega entscheidend sind, aber die einfach mega überraschen. Und das muss ich sagen, die haben sie echt gut gemacht. Ja. Und sie haben auch hier und da auch mit Schnitten gute Lösungen gefunden und gute Gags gemacht und so. Also ich fand ihn nicht schlecht so. Aber gerafft habe ich ihn, wie gesagt. Und ich saß halt, wie gesagt, die ganze Zeit so am Ende des Sofas, so wirklich so, weil ich habe ja, glaube ich, schon mal hier gesagt, dass ich mit Surrealismus richtig heftige Probleme habe, im Sinne von, das macht mir Angst. Und nicht einfach dieses Jumpscare-Angst, sondern das macht mir wirklich Angst. So. Und das hatte ich hier durchgehend. Ja. Das war so unangenehm. Irgendwann die Geschichte um die Frau, finde ich, die ist ja recht straight. Also, ja, die ist zwar krass, aber die hat diese surrealistischen Ansätze nicht so. Naja. Aber beim Rest, es gibt da eine Szene, ich sag nur Beinprothese, da bin ich fast aufgesprungen. Die ist nicht schlimm, das ist kein Jumpscare, aber da war ich völlig fertig. Ja. Du meinst jetzt die dritte Geschichte? Nee, die zweite. Nee, die erste mit dem Kuss. Weißt du? Moment, aber die Beinprothese ist doch in der dritten Geschichte mit. Oder war es? Nee, es war eine Armprothese, glaube ich. Ach so, ja, die Armprothese. Und ich bin. Das war Gott, geil. Das hat mich fertig gemacht. Das war geil. Und Luis Tosa sehe ich sowieso immer gerne. Ja, das ist doch der aus Sleep. Das ist der, ne? Aus der Hausmeister aus Sleep, beziehungsweise aus der Gangster aus Zellblock 211, glaube ich, oder Zelle 211. Luis Tosa, also das ist hier der Müllmann. Da, irgendwo erkannte ich den. Ja, ja, das ist der Mann aus Bekanntes Gesicht. Ja, der Mann aus Liebtheit ist das. Der hat schon ein paar, also den sehe ich immer wieder gerne in seinen spanischen Produktionen so. Ja, stimmt, diese ganze Müllmann-Geschichte. Das, was mir gefällt, ist an dem Film, dass man wirklich nicht sicher sein kann, ob die Narrative stimmt. Von wer, ob das, was man da erzählt bekommt, stimmt. Wird ja auch am Anfang so angedeutet. Ja. Dann hat es diese mysteriöse Aura, was auch immer cool ist. Aber die Geschichten sind halt schon heftig. Also es sind nicht so irgendwelche magische Geschichten von Wundern, die passiert sind. Ja. Also einfach so ein Shit gibt's in echt. Eben. So. Und das ist schon krass. Und ich saß zu Hause. Ich habe den Film zu Hause geguckt über den Screener. Und ich saß beim zu Essen. Hause. Nicht beim Essen, Gott sei Dank nicht. Aber ich saß zu Hause und dann kommt die Geschichte mit der Frau und ich denke mir so, wow. Und das passiert. Ich glaube, diese Geschichte ist eine sehr glaubwürdige Geschichte. Also, ja. Und das sie ist, kann passieren. Und sie ist im Kern ja nicht nur einfach krass von dem, was sie zeigt, sondern es ist eigentlich eine richtig traurige Parabel auf Dinge, die in allen möglichen Haushalten in verschlossenen Türen passieren. Und das kommt noch mal. Ich finde, und das finde ich, kann man bei allen Geschichten sagen, so absurd die inszeniert sind, wenn man da mal dem Kern auf den Grund geht, ist es zum Teil, sind das wirklich wahnsinnig traurige Schicksale. Und das, der hat noch eine sehr ernste Ebene, finde ich. Ja, stimmt, auch die Person im Haus und so. Also das sind alles schon interessante Charaktere. Bei der dritten Geschichte finde ich diesen Aspekt so cool oder so spannend, wie er sagt, auf, ja, wie soll man sagen, Deformation und irgendwie Makel hat mich kein Dichter. Das fand ich auch gut. Ja, hat mich kein Dichter, kein Denker, niemand vorbereitet. In allen Romanen, in allen Büchern, in allen Gedichten sind Frauen immer schön und makellos und rein und was weiß ich. Und ich habe nie gelernt, auf eine Frau zu reagieren, die eben nicht makellos ist. Ja. Und das fand ich ein sehr starker. Das war sehr krass. Das gefiel mir auch. Ich finde nur, wie gesagt, durch die Pointe verpufft ist nichts leider. Ist halt schade, ne? Aber das fand ich dann trotzdem einen sehr schönen Gedankengang. Also, die obskuren Geschichten eines Zugreisenden für Freunde des Surrealen, für Freunde des Abartigen, für Freunde, die gerne Männer, die auf Scheiße starren, ansehen oder sich darüber lustig machen. Das ist wirklich euer Film. Ja? Guckt ihn euch bitte an, er ist zudem noch schön gespielt und wirklich schön inszeniert. Für ein Regiedebüt allerordentlich, muss man mal echt sagen. Aber ihr solltet einen harten Magen haben und ihr solltet wirklich ein bisschen was abkönnen, weil sonst geht ihr aus diesem Kino raus und weiß ich nicht, schreibt uns Drohbriefe oder fragt uns, ob wir noch alle Latten am Zaun haben. Ja. Das ist ein mutiger Film, für den man Eier haben muss. Oder irgendwie. Aber was ich ja sehr krass finde, der hatte eine FSK 18. Echt? Und dann wurde er neu geprüft und hat jetzt eine FSK 16. Muss ich auch sagen, sportlich. Ja, sportlich. Da hatten die eine gute Zeit da bei der FSK. Dann gut. Das waren die Kinostarts für diese Woche. Ja. Wie gesagt, schönes Programm. Also war ein gutes
guter Mix, muss man sagen. Ja. So, machen wir schnell ein paar News, oder? Ja, ja, Matrix. Bevor die verpuffen. Ein paar News, bitte. Shuffle and Chill. Netflix testet eine zufällige Wiedergabefunktion. Expecto Erfolgum. Harry Potter Teil 1 ist Milliardär. Ans Messer. Erste Hauptrolle für Scream 5 ist bestätigt. Ohne Morpheus, aber dennoch mit Freude. Neue Infos zu Matrix 4. Ja, während die Welt noch nicht ganz im Drehfieber wieder ist, beziehungsweise nur ein paar Länder bereits produzieren, unter anderem halt Deutschland, wurde jetzt bekannt, dass Keanu Reeves sehr beeindruckt ist von dem Dreh in Babelsberg. Mhm. Die drehen ja jetzt hier gerade in Berlin und hat gemeint, ey, läuft alles, wir haben hier bestimmte Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort. Ja, aber die Organisation, glaube ich, sehr gelobt, dass es geschafft wird, dass man eben drehen kann, ohne dass man kaum was merkt von den, von den Restriktionen. Und gleichzeitig wurde aber dann jetzt noch mal bekannt, dass Lawrence Fishburne eben nicht als Morpheus zurückkehren wird. Was ich ein bisschen komisch finde, weil wenn Keanu Reeves und Carrie Ann Moss zurückkehren, die kehren doch dann zurück als der jetzige Keanu Reeves und als die jetzige Carrie Ann Moss. Habt ihr die beiden? Weiß nicht, ne, sie ist ja gestorben. Sie sind beide gestorben. Ach ja, stimmt, ja, stimmt. Ja gut, bei ihm könnte man noch sagen, er ist irgendwie in Code übergegangen oder so. Also irgendeine Form. Ja, Cyber-Jesus ist ja eigentlich das. Aber bei Morpheus habe ich jetzt nur gelesen, dass sie halt einfach einen jüngeren casten, was ja dann wiederum vielleicht auf die nächste, das Reload der Matrix irgendwie hindeutet oder so. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Also, ich mag Morpheus als Figur und ich bin froh, dass er weiter dabei ist. Ich hätte aber eigentlich schon auch gerne Lawrence Fishburne gehabt. Vielleicht sieht er aber auch einfach mittlerweile nicht mehr. Ich fand, der war schon irgendwann, also auch ein bisschen aufgedunsen und dann ernsthaft. Du kannst doch nicht jemanden spielen, der irgendwie von Brei lebt und dann siehst du halt aus wie Marlon Brando. Es geht einfach nicht. Na, es ist einfach, tut mir leid, so, da musst du dann auch dich um deine Rolle kümmern. Ich bin Keanu Reeves sieht immer noch aus wie Neo. Na, aber hast du mal die Trailer, den Trailer zu Bill und Ted 3 gesehen? Ich fand das. Ja, gut, aber da hat er auch einen Bart, ne? Das wollte ich gerade sagen, soll er nicht sowieso ein bisschen. Da hat er auch keinen Bart in Bill und Ted. Hat er doch, da hat er auf dem. Ich meine auch. Nein, Moment, du hast recht, er ist glatt rasiert. Ja. Ne? Nee, das verwechseln wir jetzt mit einem anderen. Dann sieht er so verlautet aus, als hätte er einen Bart. Die glatt rasierten, die glatt rasierten Bilder von ihm, die zeigen halt schon, dass er ein bisschen älter geworden ist. Ja, aber jetzt lass uns doch mal hier nicht old shamen. Der sieht doch immer noch gut aus. Absolut, ja. Der sieht aus wie Snape. Das stimmt ohne Bart. Der sieht aus wie Snape. Ja, okay, dann hatte er längere Haare. Ja, ja, genau. Haben wir wahrscheinlich gedacht, er hat einen. Also, wir beide sind der Ansicht, der Typ sieht immer noch ganz gut aus. Ich bin auch der Ansicht, dass der noch ganz gut aussieht für 55 Jahre oder wie alt er jetzt ist. Sogar 55? Alter, das ist unfassbar. Ja, das ist, ich hoffe, ich sehe auch so aus. Ich will jetzt auch nicht über Lawrence Fishburne. Ich sage ja, ich hätte ihn ja gerne gehabt, aber dann drehen sie halt die Story so, dass da ein junger Morpheus ist. Ich kann damit leben. Aber warum hast du einen jungen Morpheus, wenn du einen alten Neo und eine alte Trinity hast? Weil die eben nicht die alten sind. Weil das halt vielleicht die neuen Reinkarnationen erklärt, könnte ich mir vorstellen. Die wollen doch nicht die verjüngen, oder? Nein, aber sie, guck doch mal, sie müssen doch irgendwie eine Story erzählen. Und ich glaube nicht, dass sie weitererzählen, da wo 3 direkt aufgehört hat, sondern dass sie halt in einer quasi einer neuen Reinkarnation der Matrix anfangen oder so. Also, irgendwas müssen sie doch machen. Was sie hoffentlich nicht machen, ist diese Matrix in der Matrix-Theorie, die seit 15 Jahren schon im Netz steht. Weißt du, dass das alles nochmal eine Matrix ist. Genau, alles ist quasi auch der Auffangbehälter für die echten Menschen ist auch eine weitere Matrix, was ja total logisch wäre. Weil du damit die Leute, die denken, wir entkommen der Matrix, hast du damit wunderbar aufgefangen und sie sind trotzdem in der Matrix. Fand ich immer die beste Idee eigentlich für das Ende von 3. Ist ja nicht so gekommen, aber fand ich immer war die beste Idee. Du brauchst doch irgendeinen Ausweg. Ja, nein, halt nicht. Warum? Weil es ein Film ist, weil mir nicht jemand ein gutes Ende hat. Außerdem sind die doch glücklich. Du musst ja nur am Ende zeigen, dass Agent Smith nicht dabei ist. Finde ich richtig schade. Das finde ich auch schade. Das ist für mich ein ganz großer Downer. Mehr als Morpheus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, nachdem ich die Filme jetzt noch mal so ein bisschen durchgeskippt und, keine Ahnung, mich noch mit der ganzen Geschichte beschäftigt habe, ist nicht eigentlich Smith die wahre Anomalie? Exakt. Ja, ich stimme dir absolut zu. Weil Neo, meiner Ansicht nach, ist es nicht mehr. Es ist eigentlich Smith. Das, womit keiner gerechnet hat, ist eigentlich Smith, genau. Ja. Und das ist nur durch Neo entstanden, aber letztendlich konnte das keiner vorhersehen. Und das ist ja auch die Theorie, dass er eigentlich Neo ist, also dass er eigentlich derjenige ist, der prophezeit wird oder wie auch immer, um die Matrix zu öffnen. Weil er es ja macht. Er zwingt die Programme dazu, sozusagen mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das finde ich eine mega gute Idee. Deswegen finde ich es total doof, dass der jetzt nicht dabei ist. Vielleicht ist aber auch ein Trick. Aber vielleicht kann das sein, dass die den jetzt nicht ankündigen und dann ist er doch dabei. Also er hatte wohl Terminschwierigkeiten. Ja, aber wegen sowas machst du doch nicht.
Also wenn es wirklich nur ist, weil er Terminschwierigkeiten hat, dass man die Figur komplett raus. Ah nee, wollte ja einen jüngeren, ne? Nee, bei Fishburne. Aber er ist ja ein Computerprogramm. Ach so, du meinst bei Agent Smith. Ja, also wenn Agent Smith auftaucht, okay, dann sollte er, finde ich, genauso aussehen halt, okay, weil es ja eben Programm ist. Also in dem Sinne. Ja, aber es würde auch nicht mehr. Ich weiß, ich sag, mein Gott. Doch mal ab. Du kannst es halt nicht verhindern, dass die Leute älter werden. Erklärt das der Film ja überraschenderweise. Ja, ich bin vielleicht machen sie aber auch halt so eine digitale Verjüngung und dann fände ich es schon wieder schade. Nee, das brauche ich eigentlich auch aber nicht. Aber wir wollen ja nicht unken, bevor wir irgendwas gesehen haben. Ah, ja. Ich bin echt gespannt. Ich habe richtig Hoffnung, dass es was wird. Ich bin großer Matrix-Fan. Ich fand auch den zweiten gut. Ich fand nur den dritten scheiße, weil der einfach alles dumm beendet und weil er irgendwie als Film für mich nicht so spannend ist. Aber ey, ich finde, dieses Franchise hat viel mehr verdient als diese drei Filme. Finde ich schon, ja. Ich würde mich freuen. Ja, apropos Franchise. Scream 5. Ja. Soll kommen. Und ich habe tatsächlich jetzt. Oh, das habe ich nicht bemerkt. Hättest du nicht so reagiert, müsstest du jetzt bezahlen. Ja, aber ich habe kein Geld mehr. Ich kann euch höchstens noch eine Einkaufswagenmünze hier reinballern. Aber das ist. Ich mache halt Schulden. So. Ah, dieses Bild allein. Ich fand das immer so schlimm. Also, dieses Messer finde ich immer so schlimm. Weil der in Scream wird immer so schön mit dem Messer gestochen. Und ich stelle mir das so furchtbar vor. Und, ah. Wisst ihr eigentlich, dass die meisten, die mit so einem Messer stechen, in echten Messerstechereien, verletzen sich selbst? Weil die Leute gar keine Ahnung haben. Nein, ist wirklich so. Die stechen, rechnen nicht mit dem Widerstand und rutschen dann vorne über die Klinge. Deswegen findest du ganz viele Messerstecher an ihren Verletzungen. Ach so, ich dachte, deshalb hast du das nie gemacht, ich sag's dir. Ja, deswegen sagt doch der eine in Bubedam, König Gras, Messer für die Männer, Waffen, Knarren für die Lämmer oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, aber ja. Klingt gut. Ich muss auch sagen, ich finde, Messer ist das wesentlich mutigere Mordwerkzeug. Ja, mhm. Ja. Das ist noch Knarre musst du einfach nur abdrücken, beim Messer musst du noch richtig Energie und Kraft reinlegen und so. Da musst du auch, bereit sein. Genau, du musst dich überwinden. Du musst bereit sein. Ja. Weil wie viel Überwindung kostet es? Genau, ein bisschen drücken. Nein, ich weiß. Einen Menschen umzubringen kostet Überwindung. Das ja eh. Aber du kannst. Und sollte auch nicht gemacht werden. Ja, genau. Nein, natürlich. Aber so eine Bewegung ist einfach schneller nicht durchdacht als dieses mehrfache Erstechen. Oh. Das ist wahr. Und das ist vielleicht dann auch der Grund, weswegen der Ghostface-Killer so beliebt ist, oder? Hm. Ich find, also zumindest als Schreck. Gespenst als Bösewichtfigur oder. Ey, es sollte eigentlich nicht funktionieren. Guck ihn dir an, ne? Oder auf die Klamotten, aber es ist super gut. Es ist hundertprozentig geil. Ich meine, seit Scary Movie kannst du ihn ja auch schon fast nicht mehr ernst nehmen. Aber ich finde, dass die Figur das geschafft hat, dass man sie weiterhin ernst nehmen kann, weil sie behält ja jetzt trotzdem diesen augenzwinkernden Touch, den die Filmreihe aber schon immer hatte, schon vor Scary Movie. Und trotzdem hat sie es irgendwie hingekriegt, dass man ihn immer noch als Antagonisten ernst nimmt. Das finde ich in etwa vergleichbar mit. Kurz nach Cabin in the Woods kam ja Evil Dead raus. Und man hat ja trotzdem in Evil Dead das weiterhin ernst genommen. Und ich finde, es ist innerhalb der Scream-Reihe so geblieben. Und dann kommt ja noch hinzu, dass die Scream-Reihe es sehr gut verstanden hat, wie Medien funktionieren. Wenn man sich mal den vierten Teil anguckt hat, den ich wahnsinnig liebe. Und deshalb freue ich mich so sehr auf den fünften. Aber der vierte war da dann schon etwas schneller durchschaubar als die bisherigen Filme, meiner Ansicht nach. Hast du den Anfang den komplett durchschaut? Ganz am Anfang, den vierten Film? Nein, ja, die Eröffnung des vierten Films. Wo es anfängt mit dem Film und dann merken sie, es ist ein Film. Ja. Und dann merken sie, es ist ein Film. Film, ja. Hast du das durchschaut? Das nicht, aber wer es letztendlich war. Das ja gut, ich meinte jetzt einfach so. Dass ja, come on. Ja. Ich sehe die erste Szene von dem Film und die versucht mich zu verarschen. Zweifach zu verarschen. Gut, ich fall rein. Aber dann im weiteren Verlauf ist mir dann doch sehr schnell klar geworden, wer halt, auf was es letztendlich hinausläuft. Ah, okay. Und ich habe sogar einen Zeugen dafür. Oh. Ich habe sogar einen Zeugen dafür. Kannst Frau Speer fragen, die saß nämlich neben mir. Ach so. Mit der habe ich den Film zusammen gesehen. Und die ist auch erklärter Scream-Fan, deswegen. Okay. Ey, ich bin echt gespannt. Also. Was ich eigentlich zu Scream 5 sagen wollte, Melissa Barrera ist die erste Hauptrolle, die jetzt für diesen Film festgelegt worden ist. Wir wissen nicht genau, was sie jetzt spielen wird, aber ihre Rolle ist sehr prominent. Man kennt sie bisher nur aus der Serie Vida vielleicht. Oder aus spanischen Telenovelas namens Tanto Amor und Siempre Tuya Acapulco, die übrigens sehr schräg sein soll. Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich habe gelesen, da sind ganz viele Twists und alles. Ja, genau. Also es passt. Ja. Inszeniert von John M. Chu. Nee, Quatsch, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt. Sie wird demnächst zu sehen sein in The Heights. Ich hatte ja gesagt, das ist das Musical von Lin-Manuel Miranda. Ja. Das wird demnächst noch mal verfilmt. Und zwar mit ihr zusammen. Das ist doch schon verfilmt. In The Heights?
Ja, da habe ich dir den Trailer gezeigt. Ich war total begeistert und du hast gesagt, ja, Musical. Okay. Ach, das war das. Ich wusste den Titel nicht mehr. Es tut mir leid. Ja, das, genau, ah, das ist In the Heights. Okay, das basiert halt auf dem Broadway-Musical von Lin-Manuel Miranda, ja, dem Mann, der auch Hamilton gemacht hat. Und dementsprechend, da ist sie auch schon zu sehen. Und Regisseure von Scream 5 werden aber die beiden Jungs von Ready or Not. Ah, sehr cool. Die passen gut dazu. Ja, da hat doch, glaube ich, der Drehbuchautor oder so von Ready or Not ist auch dabei. Also genau. Das ist geil, weil das war ein, der hat's richtig gemacht. Der hat's irgendwie gut gemacht, finde ich. Ready or Not? Ja, fand ich gut. Der macht Spaß. Mhm. Ja, ich meine, der ist halt nichts Besonderes, aber der, wenn der es schafft, dieses Thema noch mal spannend zu inszenieren, das ist ja dann auch schon eigentlich ein Skill. Ja. Und was mir an Scream auch immer gefallen hat, war, dass die Filme sehr schön die Folgen der vorherigen Filme aufgegriffen haben. Weil was mich so an Splatter-Franchises, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden und so weiter, stört. Irgendwie sind ab dem zweiten Teil die Sachen vom ersten vergessen. Das wird ein, zweimal erwähnt, so, ja, war halt so. Aber in Scream waren die immer super gebeutelt von den Ereignissen. Allein, wie gesagt, in Teil 4, wenn es wirklich vor allem darum geht, wie das Opfer aus Teil 1 oder eins der Hauptopfer aus Teil 1, wie das mit dem Trauma umgeht, das muss ich sagen, hat, finde ich, Scream macht es jetzt genauso im Grunde wie was mir auch an Halloween und dann der Halloween Remake Fortsetzung Sequel von 2018 da genauso wieder. Ich frage mich, wie sie diesmal die Metaebene der Horrorfilme und dann auch der Medien, die ja auch sich verändert haben, wie sie das so in der heutigen Zeit umsetzen. Ich hoffe auch, dass sie da sich sehr viel Mühe geben, um die Feinheiten einzuarbeiten, aber gleichzeitig auch, ja, und das fand ich bei Scream tatsächlich. Das fand ich bei Scream immer sehr schön, dass sie halt sowohl die Sachen benennen und sich darüber lustig machen, aber gleichzeitig dann halt auch eben mit einfließen, aber dann nochmal einen schönen Dreh daraus finden oder dafür finden. Und ich hoffe, das behalten die bei. Ich hoffe, das wird auch schon ein schönes Zitate-Festival. Ja. Sie werden ja, sie können gar nicht anders, wenn sie den Drive, den sie bisher hatten, weil sie müssen auf Internetkultur und alles eingehen. Das haben, also zum Beispiel, keine Ahnung, das war im vierten Teil, gab es so Anklänge, da war es ja in erster Linie, dass Horrorfilme werden immer brutaler, der Thema. Und jetzt, sie müssen das aufgreifen. Also könnt mir zum Beispiel vorstellen, dass das als moderne Legende irgendwie im Internet umgeht und keiner weiß, worum es da geht. Vielleicht irgendwie ist es eine Challenge oder irgendwie so. Ich hoffe nur nicht. Das sind alles gute Ideen. Ja. Aber ich hoffe nur nicht, dass sie dann halt so Sachen wie Slenderman und Lights Out und all so Sachen da jetzt nochmal irgendwie kopieren. Aber das haben sie ja nie gemacht. Nee, das haben wir ja. Dafür gab es ja Scary Movie. Ja, ja, wie gesagt. Ne? Andere Zeiten, andere Mittel, andere Befindlichkeiten, andere Sichtweisen. Also hoffen wir mal, die bleiben der Linie treu. Von Scary Movie könnte es auch mal wieder einen neuen Teil geben. Ja, aber ein bisschen mehr. Ich verstehe gar nicht, warum diese Spoofs nicht mehr irgendwie Budget kriegen, um mal einfach diese Sachen, die sie machen, irgendwie etwas besser darstellen zu können. Habe ich das hier mal in der Sendung gesagt, weshalb ich glaube, dass es kaum noch Spoof-Filme gibt, weil es das Internet gibt. Weil Sachen, die irgendwie parodierbar wären im Rahmen eines Films, die werden sofort zum Meme. Es gibt überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, sich im Rahmen eines Films darüber lustig zu machen. Das ist wirklich der Grund. Du hast nämlich all die Gags, hast du dann schon irgendwo längst gemacht von anderen Leuten, weil ja alle ähnlich denken. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß einfach. Was ich schade finde, weil, wobei man sagen muss, wenn jetzt ein Scary Movie rauskäme, wäre es Teil 6. Die geraden Zahlen waren immer scheiße. Ich könnte vielleicht direkt Teil 7 machen, weil 7 haben mir immer besser gefallen. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich der Grund. Ja, stimmt, die Kran war nicht so. Aber ich würde es immer noch gucken. Also ich finde, das ist ein Genre, was wirklich tot ist, ohne dass es jemals, es hat immer abgeliefert. Also das Genre, sage ich mal, die meisten Filme in die Richtung. Ich will jetzt nicht jeden von diesen Spoof-Filmen feiern. Die letzten waren halt, keine Ahnung, wenn man sich die Pute von Panem anguckt. Ja, sowas aber nicht. Hat man, aber da hat man halt eben auch meine gesehen, Frau, die Spartaner und ich, das meine ich nicht. Ja. Das sind die MeToo-Trash-Dinger. Genau. Ich meine schon die, wo man auch hofft, dass die gut werden. Also bei sowas weiß ich ja, was mich erwartet, offen gesagt. Auch Epic Movie und so, das ist ja alles Crap. Ja, aber man könnte es ja geil machen, das, was ihr ja sagt. Man könnte, nimm die guten Gags, nimm die gute Ausstattung, nimm gute Schauspieler. Der Humor setzt sich doch nun mal immer durch. Der Einzige, der da so ein bisschen hinging, den ich leider nicht ganz gelungen finde, aber den du neulich erwähnt hast, ist Isn't It Romantic fürs Romantic-Comedy-Genre. Ja, der hat das ein bisschen versucht, aber konzentriert es dann auch zu sehr auf die Mitte. So, und verliert es dann wieder aus dem Blick, weil er am Ende dann doch genau das macht, was alle anderen machen. Oder aber Deadpool auch. Ich finde Deadpool, auch, Deadpool ist aber auch, wo ich aber auch sage, der macht das genauso wie Isn't It Romantic. Ich mag ja Deadpool nicht so gerne, weil ich finde, du willst das Superhelden-Genre dekonstruieren, bist aber eigentlich letzten Endes auch nur ein Superheldenfilm. Ja.
So ein richtig schöner Mossad war jetzt halt mal so ein richtig schöner Slapstick, so eine Slapstick-Attacke. Mossad, ein Slapstick-Film? Ja. Der wurde sogar von einem der Zuckerjungs mitberaten. Jetzt hast du meine Öhrchen. Ja, haben wir letzte Woche vorgestellt. Kann ich dir, glaube ich, noch mal gehen, da habe ich noch den Ansatzlink. Ja, würde ich gerne gucken. Ist halt, ne? Ist halt aus Israel, darfst du alles in eine Nummer kleine denken, oder beziehungsweise. Ja, das ist ja okay. Mein Humor ist ja in dem Fall nicht budgetabhängig. Gut. So, was haben wir noch? Achso, ja, Harry Potter hat tatsächlich jetzt als Harry Potter Teil 1. Das Bild ist super gut. Ja. Hat tatsächlich als zweiter Harry Potter-Film überhaupt die Milliardengrenze überschritten. Der Grund, er wurde in China nochmal wieder aufgeführt. Und die Chinesen haben eine neue Leidenschaft für Harry Potter entwickelt und haben dem Film jetzt irgendwie so viel Geld in die Kassen gespült, dass er erstmals über die 1-Milliarde-Grenze gekommen ist. Also hätte ich nicht gedacht, dass das noch nicht so der Fall war. Ich hätte wirklich schwören können, der wäre bestimmt schon da drüber, aber. Bisher war nur der zweite Teil von dem Deathly Hallows, ja. Heiligtum des Todes, der war der einzige, der über die Milliarden gegangen ist. Krass. Ich finde das schön, dass die Reihe immer noch funktioniert. Stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich die am Weihnachten gucke. Ist gut. Also, gut zu lesen, gut zu gucken, nicht alles toll, aber insgesamt ein schönes Universum. Wo man einfach auch gerne ist in diesem Universum. Gibt es da eigentlich jetzt auch, habe ich das richtig mitbekommen, gibt es da auch jetzt schon mal hier und da so ein Director's Cut oder eine Extended Version von dem einen oder anderen Film? Nee, oder? Hätte ich eigentlich auch gerne. Von manchen Teilen? Von manchen Teilen, also gerade der Gefangene von Azkaban, könnte ich mir noch mal hier und da ein bisschen länger vorstellen, weil ich fand, da geht immer so ein bisschen was verloren. Und plötzlich bist du dann in der Lösung drin des Films und denkst dir, okay, aber warum? Machen die irgendwann noch mal Harry Potter neu? Also meine, in 10, 20, 30 Jahren? Also wenn sich Frau Rowling weiter so mit aller Welt anlegt, wie sie sich gerade abgenommen einfach die Marke. Weiß ich nicht, ob das noch mal funktionieren wird oder klappen wird. So, ja. Kann natürlich sein, dass nach ihrem Tod irgendjemand noch mal hingeht und sagt, komm, wir machen das jetzt alles noch mal von vorne. Vielleicht mit ein bisschen mehr Augenmerk auf die einzelnen Abschnitte im Buch und dass das vielleicht am Ende doch ein bisschen besser auf diese Horcruxe hingearbeitet wird, sodass man nicht irgendwie. Ja, oder eine Serie halt. Das kann man ja dann auch mal komplett anders machen. Oh, Harry Potter, die Serie. Ich glaube, das würde auch eine Menge ziehen. Ja, glaube ich auch. 100 Pro. Im Grunde, was machen sie jetzt nochmal auch als Serie? Herr der Ringe. Herr der Ringe. Genau. Vielleicht so in die Richtung. Ja, ist es dann das Silmarillion oder ist es. Ja, das ist das zweite Zeitalter. Also, sie haben halt nicht die Rechte für alles und müssen jetzt vor allem. Dürfen, glaube ich, nicht in Mittelerde sein, sondern müssen erstmal die Zeit davor abarbeiten, wie erstmal einige nach Mittelerde kamen. Und okay. Es ist halt mit den Tolkien-Erben wohl alles andere als einfach, da was auf die Beine zu stellen. So, und dann der große Knaller von Netflix. In Deutschland gibt es keinen Abo-Monat mehr. Wir werden in Zukunft direkt bezahlen müssen, wenn wir Netflix schauen wollen. Also der Probemonat ist passé. Kann ich verstehen, weil das ja fast schon irgendwie, ja. Volkssport war, zu sagen, ich mache mir einen Account, beende den kurz vor Pro-Monat, mache eine neue Mailadresse. Also, ich kann es verstehen. Die wurden bestimmt ordentlich übers Ohr gehauen mit dem Probemonat. Ja, aber das wussten die auch. Ich meine, die machen das. Deshalb machen sie es ja jetzt. Ich weiß noch ganz am Anfang, als Netflix hier noch unbekannt war, hatte ich einen US-Account und VPN und dann konnte man da ohne Scheiß. Ich habe das an 6, 7 Leute gegeben und das war denen völlig egal. Also, die haben das ja gesehen, wo was herkommt, es war denen völlig egal. Hauptsache die Verbreitung unserer Plattform. Mhm. Und jetzt sind sie halt an dem Punkt, wo sie anfangen müssen, die Netze wieder einzuziehen. So. Ja. Kann ich schon irgendwie verstehen. Ich fand es aber auch gut, dass sie das so lange mitgemacht haben. Stattdessen machen sie jetzt aber ein anderes Angebot, nämlich eine Shuffle-Funktion. Ich habe aber jetzt auch nicht ganz verstanden, ob diese Shuffle-Funktion auch für die Leute ist, die das mal testen wollen. Denn die Shuffle-Funktion ist so gesehen für alle bestehenden oder Bestandskunden und richtet sich nach den, sag ich mal, Sachen, die du bisher gesehen hast. Also wenn du jetzt Orange is the New Black gesehen hast und wenn du jetzt House of Cards gesehen hast, Haus des Geldes gesehen hast und Walking Dead gesehen hast, dann wirst du halt in dieser Shuffle-Funktion oder durch diese Shuffle-Funktion Sachen oder werden dir Sachen empfohlen oder du wirst Sachen sehen, die du halt anhand deines Geschmacks irgendwie vorstellst. Bin ich aber sehr gespannt, was bei mir dabei rauskommt. Ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe diese Shuffle-Funktion heute Morgen nochmal gesucht. Ich habe sie noch nicht. Du hast die nicht? Nö, du hast sie? Ja, du brauchst die am Smart TV, wahrscheinlich das, ne? Ich du hast die nicht am Browser. Ja, dann ist komisch. Du hast zu viele, für dich ist der Algorithmus einfach nicht. Bei dir funktioniert er einfach nicht. Die sagen, ja, nur bei dem. Da kommen wir an unsere Grenzen. In der Tat. So, jetzt habe ich ein neues. Das ist nicht schlecht. Und dafür gibt es trotzdem nur einen Zehner. Na, ja. Zack. In der Tat habe ich wirklich viel auf der Watchlist. Und ich habe das irgendwann mal gerafft, dass je mehr und je breiter ich die Sachen da drauf packe, also von Bollywood über
China, Japan, Korea bis hin zu südamerikanischen Sachen und so weiter, umso breiter sind dann auch diese Serie könnten sie empfehlen oder ja. Diese könnten sie auch. Da finde ich auch einen Riesenfehler von Netflix, dass die das nicht besser machen. Also weil ganz viele Leute sagen dann immer, was, den gibt's bei Netflix, den habe ich bei mir noch nie angeboten bekommen. Und das ist halt ein Fehler, weil der allgemeine Gedanke ist ja so, dass Netflix ein paar gute Sachen hat und viel Crap. Aber die haben ja auch gute Sachen, die man halt nie sieht, weil ja, die einfach nie angeboten werden. Ist die Frage, ob die Staffelfunktion nicht dann doch eher den Crap weiter empfiehlt. Das ist nämlich die Frage, die ich stelle. Wenn die mir auch nur dreimal einen Crap-Film gibt, werde ich die nie wieder benutzen. Wenn ich die Staffelfunktion das erste Mal benutzen sollte, wenn ich es denn irgendwie kriege, wenn es denn durchsetzt, wissen wir ja noch nicht. Ist ja eine Testphase. Du hast sie schon? Ich habe sie und ich habe sie getestet, aber bei mir kam dann halt eine Sache, die ich schon gesehen habe. Also. Naja, er hat quasi da angesetzt, wo ich schon mal was geguckt hatte. Und dachte, ja, okay, geil, du nimmst mir einen Klick weg. So. Ja, was war das? Das weiß ich nicht mehr. Aber es war irgendein Film, den ich nicht zu Ende geguckt hatte. Also nichts, was ich hätte gucken wollen, sozusagen. Okay, ja. Aber ich kann dir, ich meine, vielleicht ist es auch anders. Ne? Vielleicht, ich will es ja so haben, wie du meinst. Genau. Ja. Das ist mir Filme, ich habe Bang Boom Bang gesehen. Also hier, nochmal, Filme mit guten Dialogen. Genau. Ja. Also wie der Reiter, den man ja manchmal hat. Weil sie Folgendes gesehen haben, empfehlen wir in diese Reihe. Aber ich befürchte, aber es wird eher so, du hast gerade ein schönes Beispiel genannt. Orange is the New Black, House of Cards, Haus des Geldes. Und wir schlagen dir einfach eine inhaltlich unabhängige, aber total moderne Serie vor, die man sowieso auf der Startseite findet. Ich glaube ja, es wird eher so. Ja. Also was sie halt, wo sie die Zahlen hochdrücken wollen. Richtig, oder so. Genau. Das also, wo ich weiß, ich werde nie wieder auf diesen Knopf drücken, ist, wenn ich das erste Mal diese komische Nicht-Anfassen-Sendung empfohlen bekomme. Ich weiß nicht, wie die heißt. Aber hast du was Vergleichbares gesehen? Wie habe ich was Vergleichbares gesehen? Wie diese Nicht-Anfassen-Serie? Die dürfte ja nicht kommen, wenn sie das wirklich von den Sachen, die du geguckt hast. Ah, manchmal bin ich mir nicht so ganz sicher. Vielleicht auch die Bewertung, die du abgegeben hast. Diesen Serien könnten sie gefallen oder Serien mit so und sowas, mit harte Serien oder sonst irgendwas, ja. Wenn das da steht, dann gucke ich mir das ja schon gerne mal an. Also ich gehe durch diese Liste durch, die sie mir da empfehlen. Ja. Aber dazwischen finde ich dann immer wieder diese Sachen, die sie pushen wollen. Okay. Ja, wo ich weiß, das ist eine eigene Produktion oder das ist jetzt gerade neu oder das ist jetzt gerade in der Top 10. Und dann soll ich das auch irgendwie cool finden, wo ich mir aber die Inhaltsangabe durchgelesen habe und mir gedacht habe, nein, das ist nicht für mich. Ja. Und das, da bin ich mal gespannt. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass man mal so ein bisschen blauäugig oder blind in das Programm reinstürzt. Ja. Ich verstehe ja auch nicht, warum Netflix oder Amazon oder Sky oder so, warum die nicht zum Beispiel so eine Art 24-Stunden-Schleife auf die Startseite packen. Wie ein Sender, meinst du? Wie ein Sender, wo einfach Sachen durchlaufen. Das geht, glaube ich, wegen dem Rundfunk-Irgendwas-Betrag oder wegen so einer Sendergeschichte nicht. Aber ist eine gute Idee. Ja, weil dadurch würdest du auf Sachen kommen, die du vielleicht nicht, also auch auf Sachen kommen, die du vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hast. Da guckst du dann, was läuft denn da? Och, guck ich mal rein. Und wenn mir das nicht gefällt, ja, dann kann ich ja woanders hingehen. So. Genau. Und wenn mir es aber gefällt, kann ich direkt auf die Serie gehen und ich weiß, ah, cool, da glotze ich doch jetzt einfach mal ein bisschen. Oder eine Trailerrolle. Zum Beispiel. Und nicht immer dieses. Na wohl, das ist eigentlich dann schon ein bisschen wie das, dass der Trailer des Films oder der Serie halt gleich startet, ne? Ja, oh, wobei das aber ja auch nicht bei allen ist und teilweise sind dann auch die Vorschauen sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe jetzt mal wieder Cabin in the Woods gesehen und da haben sie als Vorschau für diesen Film die Szene genommen, wo sie den Wolf da verführt, vor ihm hinterhands und ihm dann den Kuss gibt. Das ist die Szene, mit der sie Cabin in the Woods bewerben. Ah, das ist bescheuert. Für die Zoophilien. Tierliebhaber. Die gucken diese Woche einen anderen Film. So. Ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf, aber wir sind fast am Ende. Du hast mich doch jetzt hier tagelang wegen einer Hausaufgabe. Tagelang, es war gestern. Es war eine lange, wie immer, wenn es um Filme geht, eine lange Diskussion. Nee, den kannst du nicht nehmen. Das ist. Ja, Moment, du wolltest ja auch Crap empfehlen. Ich wusste nicht, dass es ein guter Film sein muss. Aber dann habe ich lange überlegt. Ach so, ich dachte, der Film hieß Crap. Nee. So. Gibt es einen Film, der so heißt? Wahrscheinlich. Bestimmt. Ich habe einen Film, den ich fühle mich ein bisschen schlecht, wenn ich den jetzt vorstelle. Nein, du machst die Hausaufgabe. Simon hat eine Hausaufgabe für euch. Hört bitte zu. Okay, aber ich kann nicht, also seid nicht sauer, wenn der euch nicht gefällt. Es ist aber ein Film, über den ich in letzter Zeit ständig nachdenke und auch viel geredet habe mit Gregor in unserem Deadly Premonition 2 Let's Play. Deswegen habe ich den die ganze Zeit im Kopf und ich will ihn noch mal gucken. Es geht um Terence Hill ist der weltbeste Polizist, denn er ist Supercorp. Hey, das ist super, super. Hey, das ist super, super. Sagt das nichts? Löst das nichts bei dir? Ich möchte nicht, dass du mich für die Sendung, in der die Hausaufgabe besprochen wird, einplanst. Warum nicht? Wieso? Bitte guck dir nochmal. Guck dir mal. Hier, da fliegt er aus dem anderen, weil er fliegt er wieder raus. Und landet.
Also der Film ist genial. Es ist quasi der Urbeginn von Superheldenfilmen. In dem Fall ist es ein Polizist, Terence Hill. Und ich kann nicht viel sagen, weil ich nicht viel spoilern will. Ja, ich kann schon sagen, dass er Superkräfte bekommt durch. Ja, das wird ja schon durch Supercop impliziert. Genau. Er hat Superkräfte, er ist ein Polizist mit Superkräften, die natürlich auch seine Nebenwirkungen haben. Und es ist so ein typischer, es ist ein Film aus seiner Zeit, also die nehmen das Superhelden-Genre, dekonstruieren sie jetzt nicht oder so. Und es gibt auch keine Polizeikritik, sondern es ist halt einfach ein lustiger Film mit Terence Hill, der Bösewichte verprügelt, weil er Superkräfte hat. Und ich finde, der ist super. Ich finde, der ist immer noch gut. Die Musik, ich glaube, es ist Oliver Onions. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Klingt aber genauso. Kriege ich seit 20 Jahren nicht aus dem Kopf. Ja, stimmt. Der Song bleibt wirklich hängen. Und wann immer ich mit jemandem rede, ich habe noch niemanden getroffen, der den nicht gut findet. Also viele sagen, es wäre der beste Terence Hill-Film. Also Solo, Terence Hill. Und mir fällt auch kein besserer ein. Nobody. Aber sind da nicht beide? Das ist nur Terence Hill. My name is Nobody. Okay, gut, dann könnte man den noch dazu. Echt, den muss ich noch mal gucken. Das wäre so lange her. Ja, also ich empfehle den sehr gerne. Du kannst ruhig auch mal über deinen Schatten springen. Vielleicht schlägt ihm ja die Shuffle-Funktion von Netflix vor. Naja, wahrscheinlich nicht. Ne? Aber da gibt es auch ein Pferd. Also du kannst auch, also es gibt eine Menge Gründe, und schon den Film zu gucken. Und wurde inszeniert von Sergio Corbucci. Na. Wie wir wissen, seit Once Upon a Time in Hollywood der zweitbeste Sergio, den das italienische Kino jemals hervorgebracht hat. Jetzt müsste man wissen, wie viele Sergios es insgesamt gibt, ne? Na, es gibt zwei große, Sergio Leone und Sergio Corbucci. Aber wenn der zweite von und zwei ist. Und er ist immerhin der zweite, das ist doch. Genau, Sergio Corbucci hat Django. Ja, der dritte von zwei, das wäre unangenehm. Sergio Corbucci hat Django gedreht, okay. War der erste. Und er hat Leichenpflaster in seinen Weg gedreht mit Klaus Kinski, die beide von Tarantino in Django Unchained sehr zitiert werden. Auf jeden Fall. Also, ich kenne die sogar beide. Genau. Und das ist der gleiche Regisseur, der hier auch Supercop gedreht hat. Also, ja? Geschichte. Okay. Geschichte. Guck so, mal rein. Ey, wir hätten ja noch so viel. Liebe Leute, wir sehen uns mit Kino Plus erst am 1. September. Nee, Quatsch, am 3. September wieder. Da machen wir ein kleines Festival-Spezial. Können wir noch einen Trailer, können wir den Trailer zum Japan-Filmfest noch zeigen? Geht es noch? Ist das noch drin? Okay, vermutlich nicht. also, wir kommen am 3. September mit Kino Plus wieder. Am 1. September kommen wir mit Bada Binge wieder, weil beides wäre eigentlich nächste Woche stattgefunden. Das fällt beides durch die Gamescom aus. In Bada Binge würde es um Mr. Robot gehen. Ja? Da muss ich ja dann noch wirklich was reingucken. Ja, muss vielleicht noch was reingucken, wenn du dabei seid. Zweite Staffel. Okay. Mr. Robot, und in Kino Plus wird es halt um Festivals gehen. Da wollen wir dann mal ein bisschen aufs Japan-Filmfest Hamburg schauen, aufs Fantasy-Filmfest, und jetzt gerade noch, hat jetzt, glaube ich, gestern oder heute angefangen, könnt ihr mal gucken, Fantasia-Filmfest in Amerika ist gestartet. Global, kostenlos, kann man sich alles angucken. Ja, wir hätten gerne noch Trailer gezeigt, aber wir haben uns jetzt leider verbabbelt. Okay. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank, Antje, vielen Dank, Simon. Wie gesagt, nicht vergessen, wir das mit dem Tenet-Spezial. Genau, ach, stimmt. Und wir versuchen natürlich noch online ein kleines Tenet-Spezial stattfinden zu lassen. Das sind die Pläne. Mal gucken, wie die Gamescom uns das gewähren lässt oder möglich macht. Gamevasion. Gamevasion, Entschuldigung. Gamevasion. Nein, es soll auch eine Online-Gamescom geben, aber es ist die Gamevasion. Ja, guckt alle Gamevasion und dann guckt uns alle online, und dann übernächste Woche sehen wir uns spätestens wieder. In diesem Sinne, viel Spaß im Kino oder eben bei RBTV oder mit Serien und allem anderen. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.